Also, so ist es. Grüße in die Runde, gib auf dich Acht, du Tausend, sagst du. Ja, Ich ich kann gebe aber mein leider Bestes. den Kugel nicht einladen, weil er nicht online Oh, ist. Entschuldigung. Das. Weißt du, das ist so ein Zeitspiel, was ich hier mache. Ich versuche die Zeit jetzt bis 21 Uhr einfach nur Digga. rumzukriegen. Ohne das Spiel spielen zu müssen. Da Was? ist mir jedes Mittel recht. Alles Ich klar. werde sicherlich auch irgendwann nochmal nach einer halben Stunde auf Toilette gehen. Irgendwie. Oder irgendwie sowas. Wie in der Schule damals, um irgendwie das Unterrichtsende herbeizusäden. Man, Säen bei mir ist die herbeizusäden. Framerate sehr niedrig. Habe ich noch etwas anderes am Wir Laufen? wissen doch, Bellwright ist doch ein super top optimiertes Game, hä? Ach Mensch, Mir auch stimmt. das Ah ganze ja, Game stimmt, ich bin wechseln. ja letztes Mal rausgeflogen. Ich bin einfach. Du bist rausgeflogen? Ja, ich bin letztes Mal wurde ich einfach aus dem Spiel gekickt. Ach so. Und da, Hauptsache Okay. es geht gleich schon wieder mit Action los. Im Übrigen hat sich. Aber wait, geht's mit Action los? Was haben wir das Ja, letzte Mal? Lyon. Bei mir zumindest, dort wo ich rausgeschmissen wurde, sind auch Banditen gleich. Guck mal, wie wird übrigens im Chat geschrieben? Falls Koga nochmal einen Koga kocht für Fister und Ubin macht, kann er bitte ein echtes Jägerschnitzel machen. Oh, du meinst das Ostdeutsche wahrscheinlich, Ja, das die mit der Wurst Jagdwurst nehme ich mal an, die wahrscheinlich, Jagdwurst, ja. ja. Nee, werde ich nicht tun. Es wird auch keine weiteren Kochvideos mehr geben in Zukunft. Es ist genau wie letztes Mal einfach. So. So, wir müssen weiter Gambesons machen. Ach so, das sind Remains hier, die hier noch rumliegen. Das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Ich bin hier irgendwo. Ach, ich wollte. Nee, ich. Wollte ich Was ist denn Schiffbruch? das jetzt? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Was meinst du denn? Naja, wegen dem bei mir im Chat. Der heißt halt Lion. Wie würdest du diesen Namen aussprechen? Nee, L. Lion. L. Also Leon. Ja, genau. Das war aber falsch. Und dann hat er irgendwas von der französischen Stadt geschrieben. Jetzt spreche ich immer Lyon aus. Das ist Aber auch Lyon falsch. wird doch mit Y geschrieben, oder Ja, nicht? genau. Ja, natürlich. Kann er seinen Namen nicht richtig schreiben, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Er sagt einfach Leon. Hä? Habe ich ja gemacht, aber es war ja falsch. Da will ich mich auf gar keine Diskussion einlassen. Ja, der heißt jetzt einfach Leon, fertig aus. Wenn er nicht so heißt, Kannst wird er du jetzt umbenannt. Leon, extra provokant Leon einfach draus machen? Extra provokant. Soziale Interaktion lernen mit Kurga. Ich hasse soziale Interaktion. Sobald wir übrigens, es wurde sich in den Kommentaren übrigens auch mal gewünscht, dass wir ein bisschen mehr zusammen mal was machen, zum Beispiel mal wieder ein Banditenlager angreifen oder sowas. Sache ist die, können wir auf jeden Fall mal machen, vor allem wenn dann eben jetzt die, sollten wir uns jetzt wirklich mal um diesen Aufstand kümmern wollen, hier da im Hauptgebiet. Ich sorge immer dafür, dass wir mit den Quests mal so weit vorankommen, dass wir das mal machen können. Jägerschnitzel hatte ich letzte Woche mal. Ich habe schon so lange kein Jägerschnitzel mehr gegessen. Also Ich dieses typische tatsächlich auch Ostdeutsche. nicht, ich auch nicht. Das gerade ist mit Jägerwurst ewig nicht. Also das müsste bei mir locker irgendwann in der Schule noch gewesen sein. Vor 4 Wochen. Nee, Kindergarten vor 4 Wochen. Nee, ich weiß gar nicht, wann bin ich raus? 2012 bin ich raus. Es wird irgendwann 11, 12 oder so gewesen sein, wo ich letztes Mal noch in der Schulspeisung Jägerschnitzel hatte. So, ich habe noch mal hier einiges an Fleisch besorgt, damit wir hier wirklich gut ausgestattet sind und genug zu essen haben. So, kann ich hier noch was dranhängen? Silent Banzai. Koga kann noch eine Art Videoreihe machen, wo er Butterbrote oder sowas macht. Projekt Bronn und Brötchen, Alter. Wie würde das auf Sächsisch klingen? Projekt Bröten Brötchen. Brodde? Brodde? Brötchen. Brötchen, Semmeln und Kniften. Semmeln und Stullen. Ein schönes bei uns, Semmeln ne? und Stullen. Das finde ich aber auch gut. Wobei, bei uns gibt es auch den Begriff Bämmen. Bämme Du gibt's kannst bei uns auch, ja. Semmeln und Bämmen. Ja, Stullen Ja, und Bämmen. Bämme heißt das bei uns auch, ja. Das stimmt. Bämme kenne ich halt auch noch, aber das ist auch noch zur Zeit, wo ich eben in Chemnitz gewohnt habe, also dementsprechend. Jenseits der Mauer. Das, so habe ich das noch nie betrachtet mit Jenseits der Mauer. Das ist ja super Game of Thrones lastig. Oder du machst so eine Reihe, wo du nur die Endstücke von Brote speziell verarbeitest und nennst das dann irgendwie Kurgas knackige Knust oder so. Kurgas knackige Kniften. Ich kann so einfach lassen. Weiße Felle und Zinnbarren. Oh, haben wir denn überhaupt noch Zinnbarren da?
Also ich schwöre bei Gott, bei allem, was mir heilig ist, ich werde nie wieder aus Eigeninitiative ein Kochvideo machen. Das wird nicht mehr passieren. Auf gar keinen Fall. Mark my words, das wird nie mehr passieren. Es sei denn, jemand bietet mir unfassbar viel Geld, dann würde ich mich nochmal so zum Obst machen. Oder jemand zwingt mich mit Waffengewalt. Aber ansonsten wird das aus eigenen freien Initiativen wird das von mir nie wieder mehr kommen. Aber wieso denn zum Obst machen? Nee, ich mach's einfach nicht mehr. Ich setz mich da nicht mehr hin, steck die Arbeit und die Zeit in das Schneiden und alles da rein, nur um in den Kommentaren dann sagen zu lassen, wie scheiße ich das so alles gemacht habe. Ja, aber das wird nicht mehr passieren. Du darfst dich halt nicht von diesen 10% runterreißen lassen, die sich da beschweren. Die meisten Kommentare waren ja positiv drin und haben sich ja gefreut. Ja, das stimmt schon, aber es nervt halt trotzdem so. Ich habe auch die letzten 30 Kommentare, die da reinkamen, die habe ich alle nicht mehr gelesen. Ich habe mich da gar nicht mehr mit dem Video befasst. Okay. Das war für mich abgeschlossen am ersten Tag und seitdem habe ich mir die Kommentare und die Analytics-Daten überhaupt nicht mehr angeguckt. Ist mir so völlig egal gewesen. Es war für mich einfach, der Job war done. So, und dann habe ich mich auch nicht mehr damit beschäftigt. Hey Friedrich, Fritschieber, wie du siehst, du kommst genau richtig. Der Rant ist wieder mal real, 5 Minuten im Stream. Also aber noch nicht wegen dem Spiel, muss ich ja kurz dazu sagen, noch nicht wegen dem Spiel. Nee. Immer diese Drachenlord-Jokes, als ob hier böse Hater wären. Ach, hier sind doch keine Hater. Oder? Hater hier. Wir lieben den Rainer. Ich werde hier gebeten, deine Adresse zu leaken, weil jemand mit ein bisschen Arsenal vorbeischauen will. Arsenal? Was ist das? Weil ich gerade gesagt habe, außer mit Waffengewalt. So. Ach so. Ja. Ah ja, habe ich jetzt mal endlich die Banditen alle weg? Das war richtig grauenvoll gewesen hier. Ja, so, wir brauchen noch einen Apprentice Holzfäller, brauchen wir noch für irgendwas. Ja, genau. Wir müssen erstmal das Dorf befreien, dafür brauchen wir erstmal noch genug. Rep. Welches Dorf müssen wir dafür nochmal befriedigen? Am besten Herndean. Ja, was brauchen wir dafür nochmal? Dafür fehlt uns immer noch Einfluss. Also vor allem, Einfluss im Sinne von hier Beziehungen mit dem Dorf. Dafür brauchen wir noch weiter Quests. Ich bin da jetzt letztens stecken geblieben, so ein kleines bisschen. Ach, Whitebird, ich habe ich gar nicht gesehen. Ich sag's jetzt nicht. Hey. Weil stecken geblieben und Dorf befriedigen und so. Ich wollte jetzt eigentlich eine Brücke drüber schlagen, aber egal. Ich versuche jetzt mal noch, deswegen mit Joria gekommen. Ich wollte dieses Lager hier säubern und hab gehofft, dass wir da. Wo bist da du? Ich bin gerade unten bei diesem Banditencamp. Ja, wenn du dazukommen willst, dann gerne. Da unten bist du. Ja, Tim, kommst du mit? Dann wollen wir das zu dritt machen. Aber das sind 5, ne? Das sind 5. Nee, ich jetzt gerade nicht. Ich würde jetzt hier mal unsere Truppe weiter aufrüsten, damit wir dann mal wirklich losgehen können. Gut, wenn ich komme. Halte ein. Ich bin unterwegs. Ich hörte, am Donnerstag spielst du alle Souls-like durch, ohne einmal getroffen zu werden. Pass, es wurde schon geschafft. Ja, du, ich habe gehört, du lässt dich einweisen, weil du offensichtlich Stimmen in deinem Kopf hast, die, wo immer nicht klar ist, wo die herkommen. Da kann ich jetzt mal kurz meine Ankündigung hier machen, auf die schon einige gewartet haben. Am 20. September, das müsste ein Freitag sein, gibt's einen einen Elden Ring Livestream von mir. Oh. Da werde ich meine Schuld begleichen, die ich noch offen habe. Vom 2. August noch, wird da an dem Abend wird das passieren. Ja. Weißt du, geht dann 19 Uhr los und cool, am Anfang so, ich versuche jetzt hier 2 Stunden so wenig wie möglich zu spielen, damit ich dann raus. Also wie heute mit Bellwild. Nee, ich werde wahrscheinlich mit Jorgenson und Varion das zusammen machen und die werden mich dann so ein bisschen anleiten und da mir schon so sagen, was ich da so zu tun habe. Weil von alleine werde ich es halt einfach nicht machen. Dann würde ich mich halt wirklich einfach nur einloggen und da 2 Stunden rumstehen und mit dem Chat quatschen und sonst nichts tun. Was machst du da, Otwin? Holst du die alle wieder vor, die Gegner, oder was? Sehr viele sind nicht mehr übrig. Ich versuche die schon mal ein bisschen auszudünnen. Das ist einfach. Dann komm wenigstens mal zu mir in meine Richtung. Ich muss schon gar nicht mehr weiter wegrennen, das passt schon. Tja, keiner, wir müssen mal irgendwann auch mal eine Wette machen oder so. Also ich meine, bei mir läuft ja, wenn ich irgendwann mal in 30 Jahren 10.000 Abonnenten haben sollte oder so, dann muss ich einen 24-Stunden-Livestream machen. Boah, ich habe mir auch noch gar keine Gedanken gemacht, was ich mache, wenn ich auch irgendwann mal 10.000 habe. Hat Uwin sich eigentlich schon Gedanken gemacht, was er aber 100.000 macht? Ja, eben, Uwin, erzähl mal, was wird dein 100.000 Abos bestimmen? Ich habe ein paar Ideen, unter anderem sowas wie ein 24-Stunden-Livestream. Ich habe mal überlegt, so, keine Ahnung, Kreuzzugmarsch mit irgendwelchen Mods und einfach 24 Stunden so weit, wie ich komme. Das wäre eine Idee gewesen. Ansonsten war ich, glaube ich, noch offen für Vorschläge. Es haben mir einige Leute mal was vorgeschlagen und ich glaube, da war auch irgendwas von wegen auch einem. Ich glaube, okay, einige Leute wollten, dass ich Kingdom Come streame zu meinem 100k. Das habe ich jetzt schon vorgezogen. Das ist schon mal ein anderes Projekt. Aber ansonsten irgendein 12- bis 24-Stunden-Livestream wäre meine Idee. Gothic.
Ja, Gothic. Du spielst 24 Stunden Gothic, Alter. Du könntest es sogar durchspielen in 24 Stunden. Das wäre sogar rein theoretisch, wäre das möglich. Helfe ich dir sogar. So, wir haben immer noch einige Banditen hier. Erstmal das Thema gewechselt. Eiskalt, Digga. Anyway. Anyway, Gothic ist dann mal nicht fertig runtergeladen. 50k macht Fister Face Reveal. Also ich habe gerade schon den Jungs erzählt, da haben sie auch das Thema gewechselt, aber... Boah, Alter, hat's ihn zerlegt. Ich fand diese Idee ganz cool von Koga hier, vermummt mal mit Facecam zu arbeiten. Dafür basteln will ich mir im Hintergrund so ein, ne, so ein Sammelsurium zusammenbasteln. Also ich würde das nicht mit Greenscreen machen, sondern mit so einer, ne, mit so ein paar Sachen im Hintergrund, mit so einer kleinen, ne, so einem kleinen Regal, wo so ein paar Sachen draufstehen. Genau. Ich denke mal, so im November gehe ich das mal an, weil ich habe hinter mir jetzt gerade noch so ein Sideboard stehen, das müsste dann weg. Und dann kommen halt so ein paar Regale dran, so ein paar fancy und ein bisschen Beleuchtung und sowas. Hm. Und dann könnte man das mal angehen. Aber Face Reveal, boah, ich glaube, das binde ich nicht an irgendwas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt jemals zu bereit bin. Also mein Inventar ist voll. Ach, guck mal, übrigens, hast du dir eine Kingdom Come Deliverance 2 Collector's Edition geholt? Nee, Tobi bringt mir eine mit, wenn wir die zusammen öffnen. Ah. Echt? Ja, wir machen da ein Video, also ich mache da ein Video dazu. Dann kommt er mal nach Dresden für einen Tag und dann krass. Nehmen wir die zusammen auseinander und machen da so ein, ja, wir gucken da mal zusammen rein und gucken uns die Sachen mal einzeln an und so, Video cool. dazu. Hast du eigentlich hier das Lager befriedet, Koga? Nö, ich habe noch nichts befriedigt heute. Okay, ah, da ist die Flagge, ich habe mich schon gewundert. Oh, was ist das hier? Stone, wow. Oh Mann, ey. Das ist schon das Beste hier. Soll ich mal beanspruchen hier? Ich hab auch schon gemacht, ich glaube, das buggt wieder. Der fängt irgendeine Animation an und dann bricht er das wieder ab irgendwie. Kann man mal irgendwie zudrücken, Koga, ansonsten läuft das Spiel ja fehlerfrei. Ich sag dazu gar nichts. Hä, was ist das denn hier? Hä? Das ist ein weißes Fell und das ist bei mir so groß. Guck dir das mal an, wie groß das ist. Und das Fell ist auch nicht klein. Ich kann es nicht mitnehmen. Krass. Du musst es mitnehmen, bitte. Weißt du, was ich auch für Platzprobleme habe hier? Ich bin vor allem von Büchern komplett umzingelt. Ich bin von Büchern umzingelt. Ja, okay, dann muss ich den einen Riemen jetzt mal hier liegen lassen. So, wie schaut es bei Herrn denn aus? Wir brauchen noch 1000 und, nee, 130. 1000 und eine Nacht. Und so eine. Hast du noch alte Münzen bekommen aus den Truhen, Gurga? Alte Münzen? Nee, ich habe nur normale Münzen. Ich habe keine Truhen geöffnet, ich habe nur normale. Okay, die alten, ja, okay, weil da. 362. Oh Mist, dann würden 10 Einfluss fehlen. Das heißt, ich bräuchte irgendwo noch Wolfszähne oder sowas. Ist gerade irgendein Buch? Nee. Okay, also sind wir jetzt hier fertig, ja? Wir sind jetzt hier fertig, genau. Okay, cool. Was liegt hier noch? Alter, hier liegen 4 Radieschen und ein weißes Fell. Ja, das muss ich alles wegschmeißen. Ich hab's jetzt, also zumindest das weiße Fell hab ich mitgenommen, weil das ist echt wichtig, dass wir die haben. Hm. Aber gut, die werden mittlerweile auch gejagt von unseren Jägern. Ja, ist auch wieder, stimmt schon. Das Problem ist, ich verliere langsam so ein bisschen meine Bestimmung in dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll den ganzen Tag. Ich hab nur 69 Pfeile, sehe ich gerade. Lul. Wo gehst du hin? Soll ich mitkommen, oder? Ich gehe zum Wegweiser und port mich. Ah, das ist ein Wegweiser. Base. Ah, ja. Das ist gut. So. Nee, so ein Furry-Cup würde ich mir niemals aufsetzen, ey. Du, das wäre so geil, Alter, wenn du das tragen würdest. Respekt, ey. Junge, das würde ich maximal feiern. Nee. Ausgerechnet du, der größte Furry-Feind, den ich kenne, so. Nein, das ist Quatsch. Furry-Feind? Wo war ich denn mal ein Furry-Feind? Weiß ich nicht. Du bist immer. Ich glaube, dass du der Letzte bist, der sich sowas aufsetzen würde. Das ist richtig. Das ist richtig. Da wäre ja der letzte Mensch. Da könntest du mir Geld beigeben, wenn du es mich nicht aufsetzt. Aber das heißt ja nicht, dass ich was gegen Leute habe, die das gerne machen, so weißt nee, du. Nee, das, ja, stimmt schon. Nee, das ist schon richtig, ja. Jeder soll ja gerne das machen, was er möchte, nur ich habe immer halt was dagegen. Also jetzt nicht nur bei Furries, sondern halt bei jedem Thema. Zum Beispiel auch Veganismus oder so. Ich habe immer nur was dagegen, so, wenn die Leute mir das halt aufzwingen wollen, dass ich das halt auch machen muss. So, weißt du, dagegen habe ich immer was, da werde ich immer ein bisschen wild. Aber wenn die das halt selber machen wollen, Bruder, dann ziehe ich doch an wie so ein Fairy. Da wirst du richtig fuchsig, ja? Die werden fuchsig, weil die ziehen sich ja so an. Das war smooth. Guter Instant-Konter, muss ich sagen. Ja, das war nicht schlecht.
Facecam kommt bei Fister, wenn er keine Idee für ein Intro hat, als spontan R&D, spontan random, nee. Das plane ich schon ganz genau. Bei 5K-Bus kann ja so ein Probe 24 Stunden Livestream machen, ja klar. Wo legen wir Bücher nochmal rein? In die mittlere Truhe? Ich habe jetzt gerade in die mittlere Truhe auch eine ganze Menge reingelegt. Da kannst du dich auch bedienen, Kurger, da ist auch eins für Schilde dabei gewesen und solche Sachen. Ich habe noch selber ein paar Bücher oben, die gucke ich mir gleich nochmal an, welche das sind, aber Riemen habe ich jetzt hier noch. Also nee, tatsächlich würde ich das hier tatsächlich mit dem, was Kurger vorgeschlagen hat, mit dem Königsgarde-Helm machen. Der ist aber auch nice, muss man sagen. Ah, oh, wir haben noch Wolfszähne, geil. Ich glaube, ich könnte jetzt wirklich... Ja, ich glaube, ich könnte jetzt die Einflussstufe dann erhöhen. Von Herrn Dehn, dass wir dann die befreien können. Ja, bitte, endlich, ey. Damit wir mal hier irgendwie vorankommen. Ich habe immer noch keine fetten Rüstungen und keine fette Burg. Was habe ich schon? Kurger ist ein einfacher Mann. Er möchte einfach nur eine Plattenrüstung und eine Burg haben. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht so viel verlangt, ey. So, wollen wir pennen gehen? Schnell, dann kann ich mich morgen durchdrehen. Ich würde erstmal noch ganz kurz ein Buch reinschmeißen. Ich weiß halt noch nicht genau auf was, aber wahrscheinlich auf Stärke. Habe ich noch was auf Stärke? Auf Stärkebasis angelehnt. Stärkebasis? Ich habe nur... Ah, hier, Lehrlingsbuch, Stärke, perfekt. Das ziehe ich mir gerne rein. Das kommt erstmal nicht durch. So, Pengen, ja, also ich wäre jetzt ready für Pengen. Ich wäre auch dabei. In so einer Situation, huh? So einer Situation ist richtig frech, oder? Boah, ich musste mir heute Reste essen, irgendwie kochen. Ich hatte noch Nudeln da, 400 Gramm Hähnchenfleisch, eine Dose mit so gehackten Tomaten und ein Stück Hirtenkäse. Okay. Da hab ich mir... Ich bin im Kochen irgendwie besser geworden, warum auch immer. Und da habe ich mir das alles in eine Pfanne, in so einem One-Pot-Ding einfach alles zusammengeschmissen, habe vorher noch das Hähnchenfleisch im Airfryer noch mit zubereitet. Ja. So auf schnell angelehnt, mit ein bisschen Butter, Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne erhitzt, habe dann das Fleisch da reingepackt, die Nudeln da reingepackt und das Ganze in dieser Tomatensoße da drin erdickt und dann mit dem Feta-Käse noch drüber so. Das war echt relativ lecker, muss ich sagen. Aber es war halt so eine Kombination, die ich mir so auf normaler Weise niemals zubereiten würde. Aber genau, den Helm wollte ich machen. Genau, den Helm machen wir noch und dann brauchen wir noch das Schwert und den Schild und dann haben wir wieder einen ausgerüstet. Was ist das hier? Fischeintopf? Oha. Cool. Richtig gute Sachen habe ich vom Essen her gelootet bei denen. Fister trägt einfach eine 3D-Maske von sich selbst. Einfach so eine Wachsmaske, die du dir über dein echtes Gesicht drüber ziehst, aber die genau das gleiche Gesicht ist, was du... Genau, eins zu eins das gleiche und dann kommt irgendwie ein paar Jahre später der Real-Face-Reveal und dann macht er die Maske ab, ist genau das gleiche Gesicht drin und alle so übelst schockiert einfach nur. Aber apropos Reveal und schockiert, habt ihr das Video von Nick Avocado schon gesehen? Achso, ich habe mitbekommen, dass der übelst abgenommen hat irgendwie. Der hat übelst abgenommen, Alter. Das fand ich auch richtig heftig. Ja, da gehen ja jetzt schon... Jahre seine YouTube-Millionen gemacht und jetzt ist er durch mit der Sache. Aber jetzt gehen schon so Gerüchte rum. Ich habe mir das mal auf Instagram so ein bisschen angeguckt, die Kommentare durchgelesen. Da denken jetzt schon viele, dass das halt pre-recorded ist. So quasi von... Was? Bevor der fett geworden ist und so Sachen. Also richtig wild. Aber wenn er das geschafft hat, so, dann ey, echt Respekt, Mann. Wenn er das gemacht hat. Der ist dünn wie ein Stock geworden, ey. Yes. So, was können wir jetzt machen mit Herrn Dehan? Können wir das jetzt einnehmen endlich? Ich hab's jetzt geschafft auf jeden Fall. Was hast du jetzt so komisch geachtet? Gerade nach so viel Arbeit, die ich hier reingesteckt habe, diese Quests da hochzuziehen, ne, und Kurga so von der Seitenlinie, da war Zeit gemacht, war irgendwas Gescheites machen mit dem Scheißdorf hier. Können wir jetzt endlich mal befrieden, oder was? Können wir die jetzt endlich mal annektieren, oder was? Ja, ich meine, wir können jetzt, glaube ich, nee, ich glaube, für den Apprentice Holzfäller müssen wir erstmal noch wirklich die befreien, ne, von den Briganten. Das heißt, wir müssen jetzt das Leuchtfeuer aufbauen und dann können wir gucken. Wir haben jetzt eine eigene Armee. Das heißt, wir können damit jetzt wirklich heute mal schauen, dass wir das ansteuern. Ich kann schon mal hergehen und das Leuchtfeuer aufbauen, wenn ihr wollt. Ich habe einen Bauhammer noch dabei, den würde ich ganz gerne jetzt benutzen.
Ich komme mal zu dir. So, Dorfglockenturm. So. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Schwert. Lululu. Tobi, guten Abend. Ein Kurzschwert, also Holz, Bronzebarren und Riemen. Ein Holz, ein Bronzebarren, ein Riemen, das ist doch gut. Oh, wir sind jetzt Beschützer von Herrnlehren, geil. So. Anyway. Scheiße, jetzt haben wir wieder keinen Bronze hier, oder was? Hier ist tatsächlich ein Eisenbarren. Okay, aber wir haben jetzt doch nur noch... Wir haben nur einmal Zinnerz, wir haben kein Kupfererz mehr. Wo hast du das jetzt angefangen zu bauen, oder? Ich bin noch dabei, einen schönen Platz zu suchen, aber ich glaube, da ist, könnte man es hinsetzen. Wollen wir nicht lieber versuchen, das so südlich wie möglich in unsere Richtung zu bauen? Weil wenn wir das jetzt hier wieder anfangen und die uns alle angreifen, ja, gut, ganze stimmt, Zeit, wir das ja, fertig bauen können. Ist die Bau... Dass die für ein Sodorf... Müssen wir das dann wieder verteidigen, oder was? Ich schätze mal schon, ne? Ja. Da muss ich mich da rein, um den hier fertig auszurüsten. Da wäre es ja sinnvoll, wenn wir das halt so südlich wie möglich bauen, damit es bei uns in der Nähe ist. Frage ist natürlich, ob uns dann auch gleich die Briganten hier angreifen, sobald es soweit ist. Deshalb, wenn wir jetzt so weit wie möglich im Süden sind, können wir schnell abhauen, weißt du? Deshalb, wenn wir jetzt im Norden wären, das angefangen hätten so zu bauen, die hätten uns alle angegriffen, wären wir halt tot gewesen. In diese Richtung geht es ja zu uns. Das heißt, wir können den entweder da vorne bauen oder wir bauen den... Ah, wir können den mitten auf dem Feld einfach. Das würde jetzt tatsächlich funktionieren. Echt geil, Alter. Aber ich glaube... Nee. In die Richtung geht's ja jetzt zu unserem Base, ne? Genau, ja. Wie können wir denn hier eigentlich zum Eingang reinbauen? Nein! Oh, gut. So. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen... Den sechsten großen Autodiebstahl ohnehin nicht spielen. Baumstämme, die sind uns jetzt feindlich gesehen. Okay, die sind schon getriggert. Oh, da kommst du schon. Oh, Junge. Oh, aber fuck. Es ist nur ein normaler Brigant und es ist ein einzelner. Man sieht natürlich deren Leben wieder nicht. Ja, komm mal zurück zum Lager. Wir holen die Armee und dann gehen wir los. Aha. Ja, wir machen den einen noch weg und dann kommen wir zurück. Macht der Schaden? Alter. Ja! Dieses perfekte Kampfsystem, ich liebe das einfach. Ach, ja, oh, das sind aber ganz schön viele, Alter. Junge, stell dir vor, wir hätten das im Norden gebaut, wir wären nie wieder nach Hause gekommen. Okay, dann... Wir haben auch echt viel Ruhm, also wir können auch gleich mal echt viele neue Leute holen. Scheiße, da kommt schon der nächste Hund, wenn der sprintet. Der sprintet aber irgendwo anders hin. Ich glaube, der muss nur dringend aufs Klo vorher. Die Armee, sagt er, einfache Bauern. Das sind die Briganten, die uns da angreifen. Das sind nicht irgendwelche Bauern. Nee, nein, unsere Leute meinte. Unsere Leute. Ach so, okay. Ja. So, okay, wir müssen jetzt schnell zurück. Utfin kennt keinen Chill, der geht einfach wieder in die Richtung, ey. Der kennt ja gar nichts. Der will sich kloppen. Ich bin so der eine, dieser eine Isengard-Berserker, der von 5 Leuten so zurückgehalten werden muss die ganze Zeit. Halt mich zurück. Ist ja wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Ja. So, jetzt können wir hier doch bestimmt das Kurzschwert. Boah, weißt du? Wir haben uns ja vor einiger, ich glaube letzte oder vorletzte Woche haben wir uns ja auch über Ringe der Macht unterhalten. Ich habe die Serie jetzt eigentlich nicht verteidigt, aber ich habe jetzt immer so gesagt, ja, ich gehe da völlig unvoreingenommen rein und gucke mir das halt an und so. Aber die vierte Folge, da gab es jetzt auch wieder ein paar Szenen, wo ich echt geskippt habe, wo ich echt da durchgegangen bin. Ey, das fand ich dann auch ein bisschen zu blöd irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt nicht mit der Serie befasst, deswegen kannst du mal, was war da genauso schlimm? Also, es gibt ja diese Storyline mit Nori und, also diesen Halbling und diesem Stranger, also diesem Gandalf-Verschnitt, wo man ja denkt, dass das Gandalf ist quasi. Mhm. Und die trennen sich da irgendwie in der vierten Folge, also die verlieren sich irgendwie. Und Nori und ihre andere Freundin da, die kommen in irgendeinem Dorf an von irgendwelchen, ich weiß nicht, was das für Viecher sein sollten. Es fand ich so schrecklich langweilig, dass ich dann diese Nori-Parts immer geskippt habe. Und dann lief parallel quasi Gandalf mit Tom Bombadil. Das fand ich noch ganz nett irgendwie, muss ich sagen, obwohl es eigentlich ja auch gar keinen Sinn macht, weil Tom Bombadil zu dem Zeitpunkt ja gar nicht da war oder so, wie ich das mir hab irgendwie mal durchgelesen.
Und die Dialoge von Elrond und Galadriel waren aber auch diesmal echt richtig Panne, muss ich sagen. Einfach, die waren so schlecht geschrieben. Mhm. Da dachte ich mir so, ey, das kann nie und nur von Tolkien gekommen sein. Also die Dialoge waren so wirklich echt arnesträubend. Aber das ist tatsächlich etwas, das merkt man bei vielen modernen, gerade Amazon-Serien, dass die wirklich Writer haben, die keine Ahnung, wie die zu dem Job gekommen sind, aber wo man sich wirklich manchmal so Dialoge anschaut. Ich habe da auch schon Zusammenschnitte von einigen Serien gesehen, wo ich denke, das ist wirklich, als hätte es ein Kind geschrieben. Das ist total weird manchmal. Ja, also, das war wirklich so, wo ich mir dachte, Alter, oh nee, ey. Wirklich, richtig Panne. So, diese Elbengruppe, also eigentlich die Handlung von diesem Elbentrupp, die versuchen von Lindon nach Eregion zu kommen, ist ja an sich eine geile Sache, wirklich. Und das sah cineastisch auch gut aus, ne? Die haben da so ein Hügelgrab. Also, ne, übrigens, by the way, ich spoiler jetzt hier voll die vierte Folge. Also, wenn ihr euch das noch angucken wollt, dann schreibt euch besser. Oh nein, die ganzen zwei Leute, die Ringe der Macht angucken wollten, können sich das jetzt nicht mehr anschauen. Also, da gab es halt diesen Handlungsstrang, dass Galadriel, Elrond und so ein Trupp von super diversen Elben, sag ich jetzt mal, die sind dann quasi von Lindon nach Eregion gegangen. Und, und dann sind die in so einem richtig geilen, dunklen Wald gewesen mit so Hügelgräbern von so diesen Geistern halt, von diesen Hügelgeistern. Und das sah so cool aus, also das war richtig geil inszeniert, das sah cineastisch super aus, die Gräber sahen geil aus, die Geister sahen richtig geil aus. Also das war echt cool, aber die Dialoge und was die Elben da gemacht haben, da dachtest du dir einfach so, was ist das, Alter? So würde doch keine Sau normal reagieren einfach. Mhm. Also das war so komisch teilweise, was die sich da gesagt haben und wie die reagiert haben und was die da gemacht haben, war so blöd irgendwie. Und ganz am Ende gab es noch so eine Szene, wo Galadriel einfach alleine auf dem Pferd in so eine 500 Mann starke Gruppe Orks gerannt ist und natürlich in bester Legolas-Manier alles gekillt hat, wo du dir dachtest, Alter, das sah nicht mal ein Herr der Ringe so lächerlich aus. Und dann wird die von so einer kleinen Kette wird die vom Pferd da gefetzt einfach. Das sah so dumm animiert aus einfach wirklich. Das war wirklich einfach nur affig, muss ich sagen. Also einige Szenen, also spätestens jetzt ab der vierten Folge kann ich die Serie auch nicht mehr so richtig ernst nehmen, muss ich sagen. Das war eher lustig tatsächlich. Naja. Hat er jetzt hier schon was hingebracht? Kann ich jetzt schon was bauen? Die bringen jetzt schon tatsächlich was her. Wir müssen die halt ein bisschen verteidigen, wenn die jetzt. Ja, wir müssen die beschützen, ja, genau. Ich komme jetzt mit der Armee gleich. Ich weiß halt nicht, wie viele. Ich sehe jetzt hier zwei Gegner auf der Karte, aber es werden wahrscheinlich mehr im Nordwesten noch sein. Mhm. Ist halt die Frage, ob wir die jetzt einzeln auch rauspicken können oder ob die jetzt alle alarmiert werden, soweit wir einen angreifen. Weil der vorhin gekommen ist, der kam alleine. Okay. Wir warten einfach mal, bis die mit der Armee da ist. Nein, nicht drücken so vor, meine Augen, meine Ohren, sie bluten, lol, völlig übertrieben. Ich glaube, die Balrogs gab es schon bei Melkor, ne? Das war doch vor Sauron. Ja, genau. Der Balrog sah auch geil aus, muss ich sagen, in der ersten Staffel. Den mochte ich. Haben wir ihn ja nicht nur ganz kurz gesehen, wo der erwacht ist, so? Ja, aber ich fand ihn, da sah der eigentlich gut inszeniert aus. Also, gefiel mir halt. So, Männer, wir müssen uns sammeln. Oh mein Gott, was zur Hölle? Bist du erschossen worden, ne? Irgendwo hat er nochmal einen Bogenschütze geschossen. Ja, das sind zwei Bogenschützen. Ich muss mich zurückziehen, ich brauche Hilfe. Ich kann das hier nicht mehr alleine machen. Ich komme der Armee entgegen hier. Ja. Los, Männer! Ich werde ja vom Farmer zum... Ach Mann, mein schönes Buch, das ich wieder drin habe. Aber ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar fertig gelesen habe. Ja, das ist halt so die Sache. Ich habe gerade ein Buch angefangen, was jetzt natürlich schwer ernüchternd ist. Oh mein Gott. Wo ist denn die Armee? Die ist noch hier bei uns im Lager. Komm jetzt mit der. Ich muss noch einen ausrüsten hier. Oder? Alter, was der frisst, ey. Unbelievable. So, da hinten ist noch ein Bogenschütze. Müssen wir erstmal meine Ausrüstung zurückholen. Ich sehe den gerade nicht. Schleich mich da einmal außen rum. Der ist noch nicht ausgerüstet. Komm her, das machen wir mal eben. Komm her, Kollege. Ja, komm her. So. Ah, das sind zwei! Da rennt so eine Frau mit so einem. Inga Lovell, Alter. Ich kann das alles nicht mehr, ey. Ich kann das nicht tragen? So schlimm. Hey, Paddy, grüß dich. Hey, wieso kann die das nicht tragen? Ich kann kein Schild tragen. Die kann nicht mehr eine Waffe tragen. Oh Mann, okay. Das ist natürlich nicht so geil. Boah, Junge, ich bin Legolas. Okay, aber es gab... Oh, Alter. Es gab
Ich hab einmal unter dem Swamp vorgeschaut, gleich gequickscoped worden, ey. Jetzt will ich PUBG spielen. Komm jetzt entgegen, wir kommen jetzt. Ah, sehr gut. Ich darf jetzt nicht sterben, wenn ich jetzt sterbe, schrei ich. Komm einfach zurück. Ja, ich guck. Oh! Ja, der Damage ist real, ne? Angriff, Männer! Diese Armee, die da jetzt angreift. Die sehen aber schon fancy aus mit den Gambisons. Ja, das ist tatsächlich schön, das ist so eine richtige Stadtmiliz jetzt hier. Oh! Nein! Hier ist ein Zaun, ich komm nicht drüber! Ah! Oh! Dieser Bogenschütze, der jetzt mit so einem Minischwert angreift. Junge, wieder einfach. Der wurde einfach komplett worden. Verprügelt, ey. Angriff! Oh, der hat den Nägel dabei gehabt, cool. Ach, hier ist das? Was ist das hier? Das ist das Leuchtding, also was wir bauen wollen. Ja. Und, aber in der Stadt laufen halt noch Gegner rum, so. Na gut, dann clear ich die jetzt mit denen. Clear die mal, ich komm mit. So, jetzt hab ich auch wieder Pfeile. Wer ist hungry? Wer ist aus Ungarn? Oh Mann. Ah ja, wo rennt denn der Bogenschütze hin? Ganz da hinten ist irgendwo noch ein roter Pfeil. Also ein roter Dot. Ach, das bist gar nicht der Bogenschütze, das ist einer von euch. Oh ja, da oben ist noch einer irgendwo. Der versteckt sich irgendwo. Ja. Ah, da hinten, der Bogenschütze, glaube ich. Ich bin so heftig geboostet, Alter. Gesundheit. Oh Gott, verdammt. Danke. Oh, ich will dieses Dorf jetzt dem Erdboden gleich. Die Bogenschützen machen richtig viel Damage. Ja, wir haben auch Bogenschützen, du kleiner Bastard. Was wir jetzt eine mit der Keule bekommen. Okay, das war's. Nice, dann müssen wir alle haben. Alle down. Jetzt müssen wir nur noch das Leuchtfeuer schnell bauen. Bevor hier wieder neue Gegner spawnen. Oder? Sofern, ja, wir können jetzt unsere Leute eigentlich wieder zu zivil machen, dann können die beim Bau gleich helfen. Ja. Okay, dann machen wir das. Baumstämme brauchten wir noch, ne? Ich sammle hier schon mal ein paar ein. Ja, aber hör mal, aber die Truppe war nicht schlecht, Alter. Das lief gut. Ja, nicht wenn schlecht. Dann, die können wir dann nochmal so versammeln, wenn dann der Gegenangriff kommt. Wenn es so ist wie beim ersten Mal, dann wird dann wahrscheinlich nochmal so ein Gegenangriff spawnen und dann können wir dann mal so richtige Armee gegen, also dann haben wir so ein 6 gegen 6 oder so. Oder 7 gegen 7. Was ist eigentlich so der nächste Meilenstein? Tobi, was meinst du? In welchem Kontext jetzt? Guck mal, die haben ja auch gelootet hier. Was hat der dabei? Nix, okay. Ich muss jetzt ein bisschen Holz und ein paar Steine finden. Ach, Kupfernägel, hab ich sogar einen bekommen gerade. Dann können wir gleich dazu. Ja, ich habe auch einen gefunden gerade. Ich kann auch selber herstellen. Holzplanken, Holz, Baumstämme. Also, was wir jetzt im Spiel hier erreichen wollen, ist, dass wir jetzt diesen Leuchtturm hier bauen. Damit wir einen Apprentice-Holzfäller bekommen. Ja. Der uns dann hoffentlich geile Rüstungen und Waffen und so produzieren kann. Ist denn ein Herrscheranzug alles hier? Das ist ein ganz normaler Gambison mit einem Fellmantel gegen die Kälte, die jetzt bald kommt, wenn der Winter naht. Der Winter naht. Also wenn wir jetzt in Hernia, dann haben wir jetzt wirklich alle gekillt, ne? Naja, also die Briganten halt, ja. Aber da steht noch rebelliert. Ja, wir rebellieren da halt gerade. Okay, okay. Genau. Dankeschön, Tobi. Wo wollt ihr nochmal dieses Teil? Der Holzfäller macht Rüstung. Ach du, Tobi, ich bin bei dem Spiel schon lange ausgestiegen. Ich habe keine Ahnung, wer hier für was verantwortlich ist und wie das wo irgendwie funktioniert. Ich habe auch gar keine Lust, mich ehrlich gesagt damit auseinanderzusetzen. Guck, cosplayt gerade unsere Regierung. Ich mache einfach nur das. Ich habe keine Ahnung mehr, für was verantwortlich ist. Ich mache einfach irgendeine Scheiße und hoffe, dass hier Zeit rumgeht. Ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich vertraue den Jungs da einfach, dass sie wissen, dass sie einen Plan haben, so. Wo habt ihr denn den Turm platziert? Wo vor was? Den sehe ich gar nicht. Wo vor was? Der ist gleich am Dorfeingang. Warte, ich kann dir auch gleich mal zeigen. Ich habe nur zwei Holz gefunden, das gibt's doch gar nicht. Hier liegt nicht mehr rum, oder wie?
Übrigens, Unfinn, ich finde es eine maximale Frechheit, dass du die Mission Ein schöner Plan so easy peasy auf schwer geschafft hast. Hast du dich da so durchgequält? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Vorübung, weil ich habe ja in der Beta auch schon die Kampagne bis dahin gespielt. Dann habe ich es auch schon auf schwer. Ja, dementsprechend ich ja wusste ich ein bisschen, was mich erwartet. Ja, ich habe es ja auch auf schwer gespielt, aber es war deutlich einfacher als jetzt. Die haben den Schwierigkeitsgrad auf schwierig ist so viel krasser. Ich habe gehört, also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, und ich bin froh, dass ich nicht versucht habe, Titan soll extrem schwer sein. Also selbst Veteranen sagen mir, dass es so viel Bock schwerer ist als damals, dass du da wirklich richtig safe scammen musst, um das zu schaffen. Das ist schon heftig. Ja, genau. Und ich habe mir auch in den Kommentaren sagen lassen, dass selbst schwierig schon brutal schwer ist teilweise. Also ich habe es dann schon bei der vierten Mission da halt gemerkt, dass ich bin da so mit Angriffen von See und von Land so überrannt worden. Ich kam gar nicht dazu, mich groß auszubreiten. Und dann gucke ich mir dein Video heute an und du kriegst fast gar nichts ab. So, bei dir kommt halt irgendwie gefühlt kaum ein Angriff. Und du kannst dich da ganz entspannt aufbauen und eine Armee aufstellen. Ich denke mir so, hä? Wieso ist es bei dir so einfach? Und bei mir war das so richtig Pain einfach. Uwe hat mich schon wieder auf leicht gestellt. Nee, der hat schon auf schwierig gespielt, aber ich habe es halt trotzdem nicht so verstanden, warum es bei dir so einfach war. Gut, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zumindest von Seeseite habe ich von Anfang an dafür gesorgt, dass die Gegner da gar nicht großartig dazu kommen zu snowballen. Aber ja, von Landseite hatte ich auch schlimmere Angriffe von der Beta in Erinnerung, muss ich sagen. Hm. Also das war auf jeden Fall eine Frechheit. Baumstimme 5, Holz. Ach stimmt, hört sich eigentlich mir egal. Kupfernägel, Seile. Baumstämme, Holz, Kupfernägel, Seile. Ich sammle gerade schon Baumstämme. Oh Mann, jetzt hakt doch diesen blöden Baumstamm in zwei Teile. Es kann nicht so schwer sein. Meine Güte. Das ist der hier, der Gavin Baker. Der ist nicht so geil. Ich stelle mir noch vor, wie Kurga so Minister für Forstwirtschaft ist. Und so. Minister für Forstwirtschaft. Und da so vor Ort geht, um die Leute beim Arbeiten zu beobachten. Und dann steht das so an der Seite. Jetzt hack mal diesen scheiß Baum, Mann. Das ist doch so schwer, oder was? Das ist jetzt die Scheiße. Ich kann die nicht mitnehmen. So ein Baumstamm ist doch beschissen, ey. Ich darf hier keinen Baumstamm mitnehmen. Das ist nur Müll darin, Alter. Was mache ich denn jetzt? Noch 30 Pfeile drin. Die Frage ist, unser Bogenschütze, holt der sich die Pfeile aus dem Lager oder hat der keine mehr? Weil der hatte vorhin das Schwert gezogen. Mal gucken. Ist natürlich die Frage, wer ist unser Bogenschütze? Alter, ich kann diese Was mache ich denn jetzt? Was ist das hier? Stroh, das kann weg. Ja, das ist auch nicht bisher. Das ist doch hier unser Jäger. Oder Alter, ich hab doch so viele Slots frei. Nimm doch mal den blöden Baumstamm, Alter, ey. Meine Güte. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Slots frei und dann krieg ich den scheiß Baumstamm nicht voll, weil mein Inventar voll ist, Alter. Du musst selber nicht, ey. Das muss halt so, du brauchst halt wirklich ein 3x3 Feld an einem Stück, dass du da. Ja, ich wollte es ja gerne so schieben, aber die Items lassen sich ja in dem Inventar nicht schieben. Das ist halt das Blöde. Dieses Spiel ist halt einfach so eine maximale Frechheit, wirklich. Da geht's wieder los, Alter. Ja, ich hab mich lange zurückgehalten, aber jetzt, also. Das ist eine absolute Frechheit am Endverbraucher. Kompletter Scam einfach. Absolute Frechheit am Endverbraucher. Ich sehe Kurga schon so ein Steam-Review schreiben. Dieses Spiel ist eine absolute Frechheit für den Endverbraucher. Ja, ist halt wirklich so, Alter. Ich frag mich, und unser Wirtschaftsminister macht nichts dagegen, Alter. Der sitzt da in Berlin, Alter, zählt seine Moneten und macht nichts dafür. Ja. Das ist einfach nur skandalös. Ich weiß gar nicht, wer unser Wirtschaftsminister ist oder ob es sowas überhaupt gibt. Aber ich sehe den dann schon so, wie er dann abends zu Hause am Rechner sitzt, um Steam-Reviews zu lesen und anhand der Steam-Reviews Games einfach vom Steam-Shop zu bannen in Deutschland. Das wäre ganz schön dumm. Aber haben wir jetzt eigentlich Stärke 2? Gute Frage, habe ich mein Buch noch? das lese ich noch, okay, sehr gut. Apropos, ich müsste. Ah ja, ich mache schon ein Stärkebuch, sehr gut. Das ist ein Neuhang, ne? Das ist ein Neuhang. Wir können eigentlich mal wechseln.
Das heißt, wir können diesem Loser, der kein Schild tragen kann, unsere Axt geben. Und wir können den Kriegshammer verwenden. Oder war der Einhand? Aber der könnte auch Einhand. Das ist Einhand. Aber das ist wie so ein Kriegshammer. Okay, wie viel Damage macht der? Weniger als die Axt. Okay, dann können wir die irgendwem anders geben. Irgendwie mit Stärke 2. Nein, nicht dem. Achso. Der hier? Der könnte es zum Beispiel. Mann, Alter. Ach du Scheiße. Das Game ist so genial. Weißt du, ich stehe im Glockenturm drin und da sind überall weiße Punkte wie in so einem Bälleparadies irgendwie. Sieht wirklich aus wie in so einem scheiß Bälleparadies. Wer bist du denn hier? Die muss ich einfach nur alle abklickern, ey. Das ist Premium-Gameplay. Was ist denn Nichtskönner hier? Wieso hat der minus 3 Stärke? Meine Freunde, das ist die Game of the Year Edition. Wir machen jetzt einfach so ein Befreiungsbällebad. Und der hat 2 Hand 2, ey. Ich glaube, ich übe dir mal meine Axt und mach mir eine neue. Ich kann diese letzten Kupfernägel auch nicht hinzufügen. Warum auch immer ich das nicht hinzufügen darf. Ach, ich habe noch einmal Kupfernägel im Inventar. Ich leg dir die mal raus. Wir brauchen hier gar keine mehr. Bei mir steht 6 von 7. Wir brauchen bloß immer noch, wir brauchen nur noch 9 Holzplanken und 5 Seile, wenn ich das richtig sehe hier. Also bei mir steht Kupfernägel 6 von 7. Ja, genau. Hat sich das noch nicht richtig. Das ist einfach passiert. Boah, die sind alle am Bauen gerade schon. Ich will mich einfach. Ich will nicht ragen, Alter, aber das Game macht es mir heute auch einfach nicht. Es macht es mir nicht einfach, muss ich sagen. Vor allem nur heute. Ja, das stimmt. Das Game ist schon seit dem ersten Tag ein Dreck gewesen. Oh, ich lese schon wieder die Kommentare. Wenn es dir nicht so viel Spaß macht, warum spielst du es dann überhaupt? Halt die Fresse. Alter, dieses. Vor allem, ich habe das Gefühl, dieses Kuka-Kocht-Video hat das Ganze noch viel, viel schlimmer gemacht. Das hat alles eskalieren lassen, Winter einfach. Ein Winter und Kuka fühlt sich von alles und jedem angegriffen. Ist halt so, ey. Was soll ich machen? Der die Chill. Oh, shit. Wir haben jetzt in Herndean nur Feinde. Ja, ich komme mit der Armee. Warum sind alle Siedler jetzt bei mir rot? Herndean Z. Sind die bei euch auch alle rot? Ja, schon, aber warum? Ich hab keine Ahnung. Die haben mir einen berufen. Aber die greifen nicht an. Ich glaube, das ist nur ein Anzeigefehler. Das müsste ein Anzeigefehler. Ich hoffe, es ist ein Anzeigefehler, aber das wäre. Bei mir sind die auch alle rot. Ja, die greifen mich nicht an, alles gut. Platzfehler, ein Rezept. Warum gibt es nur Holz? Wir bräuchten ja noch Holzplanken, glaube ich. Seid ihr eigentlich schon im Late Game? Nee, das ist ja das Ding. Wir kommen nicht ins Late Game, weil es immer. Es gibt halt immer irgendwelche dummen Bedingungen, die erstmal erfüllt werden müssen, damit wir die nächsten Bedingungen für das nächste erfüllen müssen. Und so ist das halt so eine Spirale des Hasses, die sich nach oben so entwickelt. So. Und wir kommen einfach nicht ins Late Game, weil wir immer, wenn wir das nächste erreichen wollen, die nächste Rüstung oder sowas oder das nächste Gebäude, müssen wir erstmal 3 andere Dinge vorher erledigen. Und um die zu erledigen, müssen wir wieder andere Dinge erledigen. Und das ist so ein Teufelskreis, da kommen wir einfach nicht voran. Das wir hatten nur eine Chance, ins Late Game zu kommen bisher, und das war durch Kurgas Kocht-Video. Aber leider ist das ja dermaßen gefloppt, dass das einfach nicht funktioniert mit dem Late Game. Guck mal, wir haben doch gerade das Haus freigeschaltet, ne? Ich weiß nicht, was wir freigeschaltet haben. Das Haus haben wir freigeschaltet. Okay. Wenn du magst, könntest du das bauen. Ja, gerne. Weil wir so viel Rap haben, wenn das Leuchtfeuer fertig ist, können wir direkt neue Leute rekrutieren. Wir brauchen jetzt halt irgendwie einen neuen Holzplanken, aber die hat man, glaube ich, bei diesem Holzfäller-Dings da. Nee, da gab's ein extra Minigebäude. Warum ist nicht der mir feindlich gesonnen? Rennt der vor mir weg? Wir können aber fast nochmal finden. Der rennt jetzt vor mir weg. Okay, ja, die sind wirklich nicht feindlich. Können wir die Armee wieder auflösen? Entschuldigung, der Genozid ist für heute abgesagt.
Was ist denn das für ein Haus, was wir freigeschaltet haben? Haus, das heißt einfach Haus. Einfach nur Haus. Auf Stufe 2 musst du klicken. Okay. Also Category, keine Ahnung, All und dann auf Stufe 2 und dann hast du da Haus. Nein, oh mein Gott. Was brauchen wir hier für Baustoffe? Wir brauchen noch 9 Holzplanken. Kupfernägel, Stroh, aber die Seil. Keine Rückeroberungsarmee, ne? Baumstein. Baut doch Kurga ingame eine Küche, lol. Oh, Schuhe habe ich noch nicht an. Müssen wir noch mal ein paar Baumstämme organisieren. Aber das ist okay, das mache ich gerne. Ich gehe gerne in den imaginären Wald und fäll mir Bäume. Wir brauchen noch einen Förster, noch, der hier wieder Bäume anpflanzt. Weil die haben echt. Also hier war mal alles voll mit Wald. Das ist alles. Wieso? Wir haben dich doch schon. Trusty Yoshi, yo Koga, wie ist das Game bisher? Das ist eine gute Frage. Ich finde, Bellwright ist eigentlich so eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. No doubt. Wir haben die Zielmenge angeblich erreicht. Wo haben wir so viele Holzplanken? Vielleicht in der Scheune? Kann sein. Oh. Archidiot, ich fäll ja nur die ganzen jungen Bäume. Ich muss die alten Bäume finden und fällen. Hi, Lampinator, grüß dich. Er liebt es, ja. Das ist das beste Spiel. Ich sehe mich nächstes Jahr auch schon statt des Gothic Remakes Bellwright spielen. Ah, das sind Holzplanken. 6, 7, 8. Jetzt passt das letzte nicht mehr. Ist egal, alles kommt immer kurz rein. So. So, ich bring mal die letzten Planken und dann können wir bauen. Heute keine Action mit dem ehrenhaften Baron? Nee, heute nicht. Ach, mein Inventar ist schon. Ah, jetzt habe ich natürlich das ganze Holz gesammelt. Oh Mann. Ich hab so viel Fleisch noch hier. Fischeintopf kann auch weg. Na gut. Ich glaube, die Baumstämme werden schon nicht despawnen. Können wir am Donnerstag noch eine Runde Hell Let Loose erwarten oder gibt es ein anderes Projekt? Ich denke, wir spielen Hell Let Loose weiter. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Als Fahrzeugcrew auf jeden Fall. Ja, also als Panzertrupp würde ich das schon auch gerne machen. Ob wir das jetzt 3 Stunden spielen müssen im Panzertrupp, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber... Ja, es gibt ja noch einen Aufklärungstrupp. Stimmt, mit Snipern und so, das würde ich auch gerne mal probieren. Alter, ich brauche einen Knickmarko dafür. Was seid ihr gefahren? Ach, alles mögliche, was das Game so hergegeben hat, so. Panzertrupp-Style. Ach so, normales Holz brauche ich sowieso, das ist ja gut. Digga. Baumstimme, 4 Stück. Ja, hast du euch das Kochvideo von Cora gesehen? Da hast du meine Küche gesehen und die Ausstattung. Bevor du hier spekulierst. Coras Panzerdivision erwartet Befehle. Ja, so ungefähr. Müsst ihr verstehen, Tim, die Leute waren zu sehr damit beschäftigt, Cora zu flamen, als das Video anzugucken. Flame. Nicht alle. Nicht alle. Muss man ja sagen. Cora uploaded ein Video, his community, and I took that personally. Ja. Was macht der gerade? Ich bin gerade am Bäume fällen, damit ich das Haus bauen kann. Das Haus? Was ist das denn? Ist das Udwill? Das bin ich, ja. Ich weiß, was ich suche, ist der Köcher. Es gab auch einen, also ich meine, so einen halt so einen aufstellbaren Köcher, wo die sich halt Pfeile rausnehmen können. Beim Bauen, meinst du? Ja. Ich glaube, die Baumstämme sind gedespawnt jetzt hier, oder? Ich meine, es gibt einen Waffenständer. Kann man da eventuell auch Pfeile ranmachen? Oder? Nee, ist hier, Pfeilkorb. Pfeilkorb. Der ist schon erforscht. Nee, der muss noch erforscht werden, aber ich habe ihn in der Forschung auch nicht gesehen. Deswegen dachte ich, er wäre schon frei. Das heißt, er muss ja hier mit dabei sein, der Pfeilkorb. Aber ich sehe ihn halt nicht. Und Schildgießkanne. Was ist das? Unter Ausrüstung ist das doch nicht, oder?
Doch hier, tatsächlich, hier ist der Fall. Komm, unter Ausrüstung. Fehlende Ressource. Was brauchen wir denn? Stroh und Seil. Das kriegen die Solians hier. Da können wir aber pennen gehen. Jo. Jetzt habe ich wirklich beide Baumstämme hier irgendwie verloren. Das gibt's nicht, ey. Einfach gedespawnt. Naja. Alles bereit zum Pennen. Ja, ich bin unterwegs. Moment. Uno momento. Zu spät. Por favor. 3 Stunden war noch voll chillig. Nee, 10 Stunden Stream. Nee, nee. Ah. So. Also, es gibt so manche Games, die kann ich irgendwie eine Stunde spielen und dann ist es, brauche ich eine Pause. Ich glaube, es gibt nur Rollenspiele, Wink so richtig Songfall lange am Stück spielen. Von Gorga, so. Wir sollen 20 Uhr heute schon aufhören. Nein. Nee, ich meine jetzt eher so anstrengende Strategiespiele zum Beispiel. Ich merke das bei Age of Mythology zum Beispiel, wenn ich da so eine richtig intensive 45-Minuten-Runde spiele, wo ich halt richtig konzentriert bin, merke ich danach auch relativ schnell, so eine zweite ist noch möglich, aber so nach 1,5 Stunden brauche ich dann echt eine Pause. Also ich kann da jetzt nicht ewig hinter am Stück spielen jedes Mal. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich merke nach der zweiten Folge auch meistens so einen gewissen Verschleiß. Deswegen mache ich dann meistens noch eine dritte und da laufe ich noch so auf Reserve-Akku quasi. Und danach ist dann eigentlich auch vorbei. Also ja, was ganz schlimm ist, sind hier Paradox-Spiele, sowas wie Europa Universalis oder Crusader Kings. Ja, alles, was viel Aufmerksamkeit braucht, ja. 6 Stunden versinke ich da drin. Ja, das kann ich auch. Das muss ich auch sagen. Also, das geht auch. Da kann ich auch relativ lange am Stück spielen. Aber halt so live Time-Strategiespiele, Real-Life-Strategiespiele, so da bin ich dann relativ schnell, dass ich bräsig im Kopf wäre und einfach wirklich eine Pause brauche. Corby, danke schön für den Sub. Ach so, 10 Stunden Stream, weil ich fest der Kommentar ziehe. Nee, ich hab da nicht drüber überlegt, das war ein Kommentar. Jemand oben hat 10 Stunden Stream geschrieben. Okay, ja, es wird noch ein bisschen brauchen, aber. Gönner, ich habe ganz viel Heu-4 gespielt. Bis zum derbsten Min-Maxing. Was bei mir auch immer geht, so neben so Spielen wie Crusader Kings 3, halt wie gesagt Rollenspiele. Also die kann ich halt auch echt lange am Stück spielen. Weißt du, was ich immer mit so gut wie jedem Rollenspiel immer so ein bisschen schade finde? Guck mal, zum Beispiel bei Crusader Kings, ne? Da kann ich als popeliger Graf starten. Aber hinterher kann ich halt ein Kaiserreich haben. Oder zum Beispiel bei so einem Spiel wie die Gilde. Da fange ich in so einer popeligen Brackhütte an, aber ich kann hinterher einfach der Herr über eine ganze Stadt sein. So, aber beim Rollenspiel, weiß ich nicht, da mache ich immer unterschiedliche Leute irgendwelche Aufgaben und dann ist das Spiel irgendwann zu Ende. So. Es fühlt sich für mich nicht so an, als ob ich da irgendwas geschafft, also ob ich irgendwie so, weißt du, ob ich irgendwie aufgestiegen wäre oder irgendwie so. Tja, dann hast du, glaube ich, die falschen Rollenspiele gespielt meistens. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach nur Gothic nehme als Beispiel, so da startest du halt als niemand, als absoluter Nichtsnutz. So. Und dann bist du halt am Ende von Gothic 1 bist du halt der krasseste gottgleiche Krieger irgendwie, der alles wegbürstet und jeden killen kann, so. Das ist ja, einfach, klar, da merkst du diesen Aufstieg. Mein Charakter ist stärker geworden, das ist klar. Das ist ja in jedem Rollenspiel, das ist ja auch zum Beispiel in Skyrim so oder so, ne? Das ist klar. Aber ich habe keine Untertanen, ich kann mir kein Reich aufbauen oder so. Das ist mal so das, was mir noch fehlt dann so. Dann musst du Mountain Blade spielen. Ja, das habe ich ja gespielt, das stimmt. Mountain Blade ist so ein Spiel, ja, genau. Im Bereich klassisches Rollenspiel würde mir der Pathfinder einfallen, die Pathfinder-Rollenspielreihe aktuell. Da ist ja, glaube ich, so, dass du so mit einer Heldentruppe anfängst und dann irgendwann dein Königreich bekommst, das du ausbauen und verwalten kannst. Pathfinder Kingmaker heißt der erste Teil und da gab es jetzt noch einen zweiten Teil hinterher. Das ist so ein klassisches isometrisches Rollenspiel, ja, bei dem du eben einen Königreichsaufbau-Part mit drin hast. Ich habe das mal. Kingmaker? Ich habe vor vielen Jahren, das ist jetzt 2017 muss das gewesen sein, habe ich mal eine Cooperation mit denen gehabt. Habe ich mal ein Video davon gemacht. Das Video selber war richtig scheiße. Das war ein richtiges Scheiß-Video, was ich dafür produziert habe. Da habe ich halt irgendwie so eine halbe Stunde da mal reingespielt. Und von dieser halben Stunde Gameplay
war ich 20 Minuten damit beschäftigt, die Einstellungen richtig einzustellen. So Sound und Grafik und Tastatur und so. Ein richtiges Scheißvideo. Aber das ist trotzdem noch eins meiner erfolgreichsten Videos, die ich gemacht habe, weil das so ultra viele Aufrufe hat. Wo ich keine Ahnung habe, wo die herkommen einfach. Wie das war. Ich könnte mir vorstellen, dass du dem Spiel den Entwickler eher hier Käufe gekostet hast, statt welche gebracht. Ja, habe ich auch, garantiert. So. Aber trotzdem war das arsch viele Aufrufe. Ich habe es irgendwann aber offline genommen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das noch finde. Übrigens, es ist ein Rückeroberungstrupp auf dem Weg. Okay. Das heißt, wir brauchen dann wirklich... Aber bis die oben sind, dass wir denen begegnen, können wir noch ein bisschen warten. Außerdem haben wir jetzt ja eine ganz gute Truppe, um die abzumachen. Aber da müssen wir auf jeden Fall alle mitkämpfen. Es sind acht Briganten, die kommen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall... Wir haben 7 Milizionäre quasi. Und uns 3. Das heißt, das ist dann wirklich 3. ein 10 gegen 8. Das wird interessant. Das Video geht 20 Minuten. War ultra scheiße. Wie viel Aufruf war das denn, oder? Ja, Leon, welche denn? Welche Spiele denn? Wenn du sagst, in den meisten. Also ich kenne wirklich eigentlich nur... Das hat trotzdem über 2000 Aufrufe. Ja, die meisten Rollenspiele erzählen halt die klassische Heldenreise. Von niemand zum Held quasi. Aber was Tim halt sucht, ist halt wirklich das, dass du dann wirklich noch hergehst und sagst, okay, du bekommst jetzt noch dein... Also, ein bisschen... Ich meine, Kingdom Come hatte halt, glaube ich, so ein Add-on, wo du dann so ein Dorf bauen konntest zumindest, glaube genau, ich. Genau, ja. Genau, das kannst du bei KCD 1, kannst du das auch machen. Da startest du ja quasi als Schmiedelehrling, der quasi eine verdeckte Identität halt quasi hat. Und dann kannst du später bei KCD 1, kannst du dein eigenes Dorf aufbauen mit dem DLC From the Ashes. Und dann musst du selber auch entscheiden, welches Gebäude wo gebaut wird. Und du musst dann halt auch richtig als Vogt dann... halt so Gerichtsentscheidungen und Bittgesuche und sowas machen in Pribislavitz und so. Also das... Mit Fallkurve. Ich hoffe, dass das auch nochmal im zweiten Teil kommt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich meine, im zweiten Teil ist Henrys Identität ja offengelegt. Da weiß ja jeder, dass der adelig ist quasi. Beziehungsweise ein adliger Bastard. Und da könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen, ne? Ich meine, ich habe ja Tobi immer belabert, so die letzten Jahre, immer sowas wie hier, ja, Casey, die Strategie spielen. Ich meine, ich muss das sagen, so für mich persönlich war immer so, das habe ich mir schon mal in der Kindheit ausgemalt, so das perfekte Open-World-Rollen-Strategiespiel wäre halt wirklich, wenn du so als Nichts und Niemand startest, vielleicht so wie bei KCD, dass du so trotzdem adlig bist, dass du eine Begründung hast dafür und dann tatsächlich rollenspielmäßig die Welt erkundest und Sachen machst und irgendwann tatsächlich so weit im Ansehen steigst, dass du dein eigenes Lehen bekommst und eben quasi dein eigenes Reich aufbaust und dann eben mit Strategieelementen drin. Das wäre schon irgendwie mega geil. Aber das ist halt also ultra aufwendig. Da brauchst du wirklich AAA für, weil das kannst du so mit Indie. Ich meine, das kannst du indie-technisch machen, ja, aber gut inszeniert mit guter Grafik geht sowas halt wirklich nur im AAA-Bereich. Welches Spiel das auch mal ist, Kenshi. Da kannst du ja wirklich der übelst kleine, unbekannte Pleb bleiben, oder halt du gründest halt wirklich eine Riesennation. Das kannst du halt auch machen. Das ist auch ein geiles Spiel, Kenshi, ey. Aber das kann man nicht eben so zwischendurch bringen, weil muss man halt schon länger reinschwitzen. Also die Gründer, das klingt nach so einem Fernost-Setting irgendwie. Stimmt, ist es aber nicht. Also ja, es gibt da auch halt so fernöstliche Waffen wie Katanas oder so oder Naginata oder so ein Scheiß. Aber es gibt halt auch andere Waffen. Bei Risen hast du doch auch mal, wenn du Bandit geworden bist, das kurzes Kommando über ein paar Leute und so. Aber ja, das hast du bei Gothic auch, aber am Ende des Tages ist das ja nichts Dauerhaftes so. Wir haben ja diesen Fallköcher gerade freigeschaltet, ne? Ja. Wo zum Fick bauen wir den jetzt? Ist das ein Gebäude? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man nicht als Gebäude bauen, sondern als Item quasi, das man platzieren kann. Habe ich auch bei der Werkbank geguckt. Dient als Lager für Pfeile, wo sich deine Gefährten auf Befehl ihre Köcher füllen können. Ausrüstung ist das, aber das müsste es doch dann bei... Oder gibt es das hier beim Webertisch? Stimmt, beim Webertisch macht man auch den normalen Pfeilköcher, ne? Ne, macht man auch an der Werkbank. Ja, macht man auch an der Werkbank. Sagt mir mal bitte Bescheid, wenn die Armee kommt, damit ich rechtzeitig dabei sein kann. Pfeilkorb. Stroh und Schilfrohr. Ich mach den jetzt mal. Haben wir noch Stroh?
Ich habe sogar noch zwei Stroh gesehen von einem der Banditen, die wir da geplündert haben. Mal hier. Aber ich kann ja, mal, damit ich auch was zu tun habe, kann ich mal ein bisschen, weil ich habe gerade überlegt, was ich jetzt noch mache, bis die Banditen da sind. Ich kann mal Schilfrohr noch sammeln gehen, weil da haben wir allgemein zu wenig für Pfeile. Ja, ja. Ja, den brauchen wir auch für den Pfeilkorb tatsächlich. Wie random das jetzt kam von Karadess. Wir unterhalten uns hier gerade über verschiedene Gameplay-Elemente, über so Strategie- und Rollenspiele und so und Aufstiege, und Karadess haut einfach mal einen raus. Ich bin jetzt schon seit knapp 2 Monaten mehr oder weniger regelmäßig mit einer 3D-KI am Experimentieren, und die bringt zwischenzeitlich teilweise auch schon sehr gute Ergebnisse hervor. Also so ein völliger Themenbruch einfach. Ja, ja gut, und ich glaube, es geht eher in ein Thema, wo ich gesagt habe, dass man so komplexe und grafisch aufwendige Spiele Indie-Entwickler machen kann. Ich meine, das stimmt natürlich. Das ist natürlich auch interessant, die Zeit, wo wir uns jetzt da nähern, dass du vielleicht als ein Entwicklerstudio kein 200- oder 300-Mann-Team mehr brauchst, sondern dass du wirklich eine Handvoll Leute brauchst, die einfach wissen, was sie wollen, und den Rest an KIs weitergeben quasi. Und die erstellen. Das ist natürlich ein Traum, aber das brauchen wir noch ein bisschen, bis wir ganz dort angekommen sind. Auch eine Idee für ein Fantasy-Rollenspiel. Du startest als absoluter Nichtsnutz und wirst im Verlauf der Geschichte auch nicht besser. Aber du hast einen Revolver und jede Menge Munition. Schreibt mir anders. Ich würde einfach das System stürzen und dann Selbstmord begehen. Lol. Eieiei. Komm mit, Uwe. Ich soll auch ein bisschen. Hm. Lol. Aber die Spiele dürfen dann auch nicht auf Steam verkauft werden. Was meinst du, Tobi? Doch, doch. Bei den generierten Sachen hast du immer, bekommst du immer die Eigentumsrechte mit. Aber um es mal ganz kurz hier spezifiziert zu haben. Klar ist es kacke für die Leute, die in der Spielindustrie arbeiten, dass sie durch KI ersetzt werden, aber es ist halt einfach nur ein Traum für Indie-Entwickler, die sich auf diese Weise viel mehr verwirklichen und viel mehr machen können. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die größte Hoffnung im Spielemarkt liegt halt aktuell einfach im Indie-Bereich, weil einfach AAA mit jedem Jahr irgendwie gefühlt mehr enttäuscht, finde ich. Es gibt natürlich einige Ausnahmeprojekte, die sehr interessant sind, aber größtenteils ist AAA meistens, das ist nicht mehr das, was es mal war vor 10 bis 20 Jahren. Das ist so schade irgendwo. Und deswegen schaue ich auch so viel auf Indie und finde es auch sehr interessant, wie sich Indie auch weiterentwickelt und wie qualitativ hochwertig die stellenweise werden. Sie kommen zumindest schon mal, viele Indie-Spiele kommen so in den AA-Bereich zumindest rein, so produktionstechnisch manchmal. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, oder du hast halt so Einzeldinger wie KCD halt. Ja. Wo halt oder solche Sachen. Krasses, ja. Oder The Witcher 3 oder sowas. Mhm. Ich meine, die arbeiten jetzt auch gerade wieder an einem neuen Witcher-Spiel. Von CD Projekt Red, also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, also worauf ich mich auch sehr freuen würde, wäre ein Europa Universalis 5. Aber ein weiteres Witcher-Spiel ist dann wahrscheinlich nicht mehr mit Geralt, ne? Weil soweit ich weiß, war die Geralt-Geschichte ja zu Ende erzählt, haben die gesagt. Und wenn ein neues Witcher kommt, dann könnte es wahrscheinlich sich um Ciri drehen oder sowas. Also entweder um Ciri oder halt irgendein Companion von Geralt oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber gibt es ja jetzt auch noch nicht so ultra viele Informationen, glaube ich, dazu. Ja. Aber bei Europa Universalis 5 oder so kann ich jetzt halt gar nichts dazu sagen, weil ich das ja überhaupt nicht spiele. Aber der Vorteil an den meisten Indie-Studios ist halt eben auch, wie schon gesagt, dass die sich eben noch was trauen oder sich mehr trauen, einfach mal Nischen zu bedienen, weil immer mehr von den großen Studios wollen halt einfach den größtmöglichen Markt abdecken, und dann fangen die halt wirklich an, dass die allermeisten Spiele, gerade im Open-World-Bereich oder sonst irgendwas, dann so ein ziemlicher Einheitsbrei werden. Mhm. Und dieser typische Einheitsbrei. Sagen wir es mal so, wie McDonald's-Essen quasi, bloß in Spielform, im Sinne von auf alle angepasst, dass jeder das futtern kann, aber es ist nichts Besonderes mehr. Und ja, das merkt man halt bei vielen Spielen, dass die halt so gestreamlined werden, wie die so schön sagen. Und oftmals auch vereinfacht und runtergedumpt werden, sagen wir es mal so, einfach um eine größere Zielgruppe zu erreichen, und das einfach die ganzen Fans von den jeweiligen Serien dann immer vergrault. Das ist auch schade. Man hat halt so viele geile Ideen für Spiele, die halt man aber nur umsetzen kann, wenn man halt so ein heftiges, krasses Entwicklerteam hat, ein richtig krasses Budget. Und dann siehst du halt so ein Spiel wie Concord, was nach 6 Jahren und über 100 Millionen Dollar rausgebracht wird und nach einer Woche gecancelt wird. Ich glaube sogar nach 8 Jahren oder sowas. Ich glaube, das waren sogar 8 Jahre, 100 Millionen oder so. Und das ist so, also das ist der größte Flop, den ich jemals gesehen habe in der Spielegeschichte, muss ich sagen. Ey, das Ding ist ja wirklich schon tot auf den Markt gekommen und dann noch einmal extra gestorben.
Wie wird das geschrieben? C-O-N-C-O-R-D, glaube ich. Muss so Concord gewesen sein. Das Ding ist halt ein Ultraflop. Das ist wirklich ein paar Wochen, nachdem das Spiel da war, sind die Server auch schon offline gestellt worden. Nicht ein paar Wochen, also das waren wirklich nur ein paar Tage. Alter. Also es war irgendwie 28. August bis 4. September oder irgendwie so. Also wirklich super ultra kurz. Verdammt, 3 Stroh braucht man? Oh nein. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, das Lustige ist, bis es rauskam und ich von dem Flop gehört habe, habe ich auch noch nie was von diesem Spiel gehört. Ich habe das einfach nur am Rande mitbekommen, Concord, riesen Flop hier, 8 Jahre Entwicklung, über 100 Millionen in Entwicklung reingesteckt. Okay. Und dann habe ich mir Gameplay und die Charaktere angeschaut und habe mir gedacht, okay, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich die letzten 8 Jahre nichts davon gehört habe. Ja, das ist es ja. Die machen so einen Schmarrn. Digga, wo du denkst, ey, in der Zeit mit dem Geld, was die für ein geiles Game entwickeln hätten können, ey. Also, ja, die Geschichte von Geralt ist beendet, aber Geralt soll wieder in den nächsten Witcher vorkommen, aber nicht als spielbarer Charakter. Ach so, okay. Ah, so als neben. Okay, das kann man natürlich so machen. Interessant, ja. Interessant. Das war, glaube ich, dieser Hero-Shooter. Einer der vielen, aber ja, Concord war wohl wirklich ein Flop mit Ansage. Ja, Hero-Shooter, das ist ja sowas wie Valorant und so, ne? Fortnite. Ja, das Problem ist auch, dass... für die Konsole werden. Man muss auch wirklich sagen, okay, dass die goldene Zeit der Hero-Shooter jetzt auch schon wieder vorbei ist. Also das ist auch wieder so typisch für den AAA-Markt. Die bemerken den Trend, wenn er schon zu spät und schon wieder am Abklingen ist und versuchen aufzusteigen und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Weil der Hero-Shooter-Markt ist halt aktuell wirklich gesättigt. Keine Sau hat davon gehört, dass es gefloppt ist. Ja. Wir haben noch Zeit mit dem Angriff. So weit sind noch hier ganz unten. Ja, noch richtig ordentlich. Die sind ultra langsam. Da waren die viel. Das letzte Mal bei Padstow waren die viel schneller dort. Paladins, Valorant, ja. Was mache ich jetzt damit? Ich habe jetzt diesen Köcher hier. Ja, Valorant hatte ich mal eine kurze Zeit gespielt. Ich habe das einfach mal ausprobiert so. War ganz nett, aber irgendwie nach, keine Ahnung, ein paar Spielstunden hatte ich dann auch irgendwie keine Lust mehr gehabt. Das hat mich irgendwie nicht so lange gehalten. Ach, jetzt liegt der hier, der Pfeil. Komm, was kann ich damit jetzt machen? Jetzt... Okay. Ich weiß nicht, es ist auch noch nicht bestätigt, ob man Ciri spielt oder, wie einige spekulieren, man seinen eigenen Witcher plus Schule erstellen kann. Oh, das wäre nice. So einen eigenen Witcher mit Schule in der Open World, wo du dann wirklich damit interagieren kannst und vielleicht eigene Witcher ausbilden kannst sogar. Das wäre nice irgendwie. Aber das klingt für mich irgendwie nach einer guten Basis für ein Strategiespiel irgendwie. Ja, ich finde ja immer noch, dass es eine richtig geile Idee ist, RTS-Elemente in RPGs mit einzubinden, dass du wirklich so ein bisschen Basisbau hast und RTS-mäßig so Sachen machen kannst. Das wäre schon cool. Ich sehe immer noch Potenzial drin. Ich dachte vor 20 bis 30 Jahren, dass das die Zukunft ist, aber irgendwie steigt da immer noch niemand drauf auf, obwohl es technisch mittlerweile immer besser machbar ist. Aber es gibt doch auch schon solche Games, warte mal. Es gibt solche Games, ja, aber das ist mehr Nische als alles andere. Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber das ist halt einfach die Nachfrage. Wenn die Nachfrage halt nicht da ist, so dann. Ja, gut, das Problem warum soll ist, ja niemand riskieren, das zu machen? Ja, ich wollte gerade sagen, einer muss den ersten Schritt machen mit einem großen Produktion, weil niemand weiß, ob da ein Markt dafür da ist, wenn du niemals ein großes Projekt dafür hast, um eine große große Masse zu erreichen damit. Ja, gut, aber eine Zielgruppe kann man ja auch erfassen, indem man Umfragen macht. Ja, aber. Das ist halt schwierig, ob du wirklich den Großteil der Gamer quasi. Die Meinung davon einholen kannst, dass du genau weißt, was der große Markt gerade will. Was halt geil wäre, ist, wenn du dich halt irgendwie mit Steam dazu einigen könntest, sagen zu können, ey, lass doch mal auf Steam, auf der Steam-Page, auf der For You-Page oder im Steam, in der Steam-App Umfragen halt einfach machen, so. Das wäre doch super nice, wenn es sowas gäbe, da könnten irgendwie Publisher könnten hergehen und bei Steam irgendwie Umfragen regelmäßig raushauen, zum Beispiel halt, ne, welche Art von Spiel spielt ihr am meisten oder so, keine Ahnung. Und daraus könnte man halt einen Markt erschließen und sagen, okay, irgendwie, da haben jetzt irgendwie 200.000 Leute abgestimmt in der letzten Woche und davon haben 60% halt gesagt, keine Ahnung, Ego-Shooter als Beispiel, so, weißt du? Das wäre cool, wenn es sowas gäbe. Ich meine, man kann das sicherlich auch über Magazine machen, über Content Creator oder über, keine Ahnung, über Presse das irgendwie abwickeln. Also ich glaube schon, dass es da Mittel und Wege gibt, aber es macht halt irgendwie einfach keiner. So, das ist halt so ein bisschen das Ding, glaube ich. Ich meine, du kannst bestimmt auch schon genug Daten von Steam irgendwie erheben. Also ich wette, Steam hat mehr als genug Daten, was so die Kategorien der Spiele und so angeht. Glaube ich nämlich auch. Tim, wie hieß die Seite nochmal, wo du so ein Spiel von Steam da reinwirfst und dann kannst du genau sehen, wie viele Abverkäufe das hat? Ja, genau, Steam Spy ist das. Ja, so. Alleine darüber kannst du als Otto Normalo, wie wir, halt schon irgendwie Haufen Daten erheben zu verschiedensten Spielen. So, und daraus dir ja schon eine Markt erschließen quasi.
Das natürlich, aber wir haben ja natürlich auch schon einen etablierten Markt, wo ganz klassische Standardkost rauskommt, wie zum Beispiel das nächste Open-World-Rollenspiel, was einfach die gleiche Formel verwendet wie die Spiele davor, wo du einfach weißt, dass sich da viel verkaufen wird. Aber wenn du halt nichts Neues wagst, wie zum Beispiel neue Elemente wie eben so einen Strategiemodus mit reinzubringen, weißt du auch gar nicht, wie groß die Nachfrage dahinter ist. Klar kannst du Umfragen machen, aber wie gut es auf dem Markt eben ankommt, siehst du halt erst, sobald so ein Spiel dieser Art im AAA-Bereich auch auf AAA auch auf den Markt kommt. Du hast halt das ist aktuell nur so Indie-Spiele, die eben nicht diese Marketingmaschinerie haben, dass jeder sie plötzlich kennt. Das ist jetzt so eine Frage für einen Spielejournalisten, der sich damit halt ein bisschen mehr beschäftigt als wir. Der könnte da jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erzählen, wie sowas, wie der Markt, wie die Branche funktioniert. So, ich würde mal kurz hier einen Herrn den gucken, ob ich einen Apprentice Holzfäller für uns. Ach, hier ist ein Apprentice Schmied, soll ich denn auch mal? Apprentice Schmied, Apprentice Weber, soll ich dir mal? Wir haben genug von allem, ne? Factorios. Wenn man es genau nimmt, eigentlich schon ein halbes RTS, nur mit einem primären Fokus auf die Produktionsketten. Boah, das ist zum Beispiel Factorio, das ist so ein Spiel, da so würde ich niemals mit warm werden, weil das so eine Art von Game ist, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Das ist so krass. Ist das Haus eigentlich schon fertig? Nö, ich habe da jetzt nicht weiter dran gebaut, weil wir dann noch Sachen brauchen, für die ich nicht herstellen kann und nicht weiß, wie es geht. So, ich warte jetzt einfach, bis der Angriff fertig ist und dann machen das die Dorfbewohner einfach weiter. Also die Ressourcen dahin bringen. Das Bauen kann ich machen, aber da so jetzt Ressourcen für herstellen da. Haben die den Turm jetzt eigentlich fertig gebaut oder ist der auch noch im Bau? Der Turm ist fertig, glaube ich. Ah, okay. Ach, das Dorf ist immer noch nicht befreit. Wir müssen, glaube ich, wirklich den Gegenangriff abwarten. Solange können wir keine Apprentices holen. Na ja, gut, dann warten wir einfach, bis der Angriff kommt. Die sind da immer, da unten halt, ne? Aber wobei, vorhin sind sie hier über den Fluss gegangen. Jetzt sind sie schon ganz hier hochgelaufen. Ja, jetzt sind sie auch also schon näher von dem Weg. Sie kommen jetzt gleich, ja, sie kommen jetzt gleich. Wir können fast schon unsere Truppen bereit machen. Aber müssen wir die füttern, wir sollten noch einen Moment warten. Factorio bekommt seine erste Erweiterung nach 12 Jahren. Krass. Also Factorio muss ich sagen, ich habe Factorio durchgespielt, ne? Und ich habe auch Satisfactory durchgespielt. Und ich muss sagen, Satisfactory war ganz cool, aber Factorio ist... Boah, das ist schon ziemlich geil. Also wenn du das so vor allen Dingen mit mehreren Leuten spielst und jeder so ein bisschen das machen kann, was er möchte. Also meine Aufgabe war es immer, wenn man skaliert ja dann schnell größer, dann war es immer meine Aufgabe, die Eisenbahnnetze zu machen. Ich habe das dann immer so völlig übertrieben, dass du überall halt so Bahnsteige hast und du kannst ja ein Factorio... Das ist ja das Grundspiel, also mit den Förderbändern und dann die Greifarme, die alles so rumschieben, aber du kannst ja auch Schaltungen machen, so richtige Logikschaltung, wie programmieren quasi. Und dann habe ich mal so Zugdepots gehabt, wo dann immer Züge drin gewartet haben und dann, wenn du irgendwo warst, konntest du zum Bahnhof gehen, da halt einen Schalter aktivieren und dann kam immer ein Zug, der genau zu diesem Bahnhof fuhr und dann konntest du den halt nehmen, um dich woanders hinbringen zu lassen und so ein Shit. Das ist auch geil. Und welches Spiel auch richtig geil ist bei Automation Games, ist Dyson Sphere Program. Ah ja, von dem habe ich auch gehört. Wer das noch nicht gespielt hat, das ist wirklich, wirklich ein richtig gutes Spiel. Also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr gehört hier, Spielempfehlungen von Fister. Dyson Sphere Program. Das Problem ist einfach, jeder macht, was ein anderer schon gemacht hat und sieht, hey, das hat Erfolg, machen wir das auch mal. Keiner will was riskieren und seinen eigenen Weg gehen. Genau, und dafür viele Studios auch die Investoren glücklich machen müssen und daher oft keine große Entscheidungsfreiheit haben, wie vielleicht vor 15 oder 20 Jahren. Ja, das stimmt auch wieder. Genau, und dafür habe ich ja, glaube ich, ja gemeint, dafür ist jetzt eigentlich fast schon der Indie-Markt da. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass der Indie-Markt mehr Mittel an die Hand bekommt, wie eben durch KI-Unterstützung, um mal Spiele zu machen, die an AAA-Spiele vielleicht sogar von Production Value ranreichen können. Weil dann hat man auf diese Weise auch mal wirklich viel mehr die Möglichkeit, mal eine breite Masse zu erreichen mit so einem Indie-Game. Weißt du, und dann können sich auch mal neue Trends halt so entwickeln. Für mich ist das halt so, ich habe halt auch immer mal so ganz geile Ideen, was so ein cooles Spiel sein könnte. Aber ich habe halt keine Ahnung von der Entwicklung. Und ich würde mir halt, oder ich hoffe halt, dass es so in 10 oder 15 Jahren ein Tool gibt, womit du ganz einfach, wirklich ganz einfach, für jeden Trottel zugänglich, ein Spiel bauen kannst. Ohne zu programmieren oder das halt so dargestellt wird, dass du es halt genau das verstehst, meine ich, dass ich mir das in mit Zukunft von KI, dass du zum Beispiel sowas eingeben kannst wie hier, der Punkt A soll das machen, so zum Beispiel. Das gibst du dann quasi in Textform ein, dann übersetzt eine KI das in Code und dann macht er das halt, sowas zum Beispiel. Damit würde ich dann auch irgendwann anfangen, mir ein eigenes Spiel zu bauen. Aber sowas gibt es halt nicht.
Ach, keine Ahnung. Ich würde halt wahrscheinlich auch ein Strategiespiel mich mal probieren oder mal halt ein kleines Rollenspiel oder sowas machen mit eigener Welt, die ich in so einem Map-Editor bauen kann. Weil das mache ich zum Beispiel total gerne in irgendwelchen Map-Editoren, sei es jetzt bei Stronghold, ne, irgendwie da eine geile Welt dahin latzen mit Burg und allem drum und dran oder bei Unreal Engine oder so habe ich das ja auch schon gemacht und alles. An so einem Scheiß habe ich Bock. Aber worauf ich keinen Bock habe, ist halt Programmieren und Coden. Das kann ich halt nie und da habe ich keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, deshalb hoffe ich, dass KI irgendwann so weit kommt, dass das Coden halt irgendwann für so Dullis wie mich halt wegfällt und das trotzdem funktioniert am Ende des Tages. Naja. Ich meine, ganz ehrlich, so wie die Entwicklung aktuell ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass, wie du gesagt hast, das ist 15, vielleicht sogar 15 Jahren, ja, dass etwas in dieser Art machbar ist. Dann gibt es bestimmt irgendwelche Tools und Hilfsmittel, wo du das stark KI-gestützt machen kannst und wo du bloß noch deine, so, sagen wir es mal so, Stück für Stück dir das Spiel erstellen lässt, dass du dann immer wieder, dass du so eine Art Prototypen hast und dann sagst du, das hätte ich gerne drin und dann testest du es und dann sagst du, das hätte ich gerne geändert und dann wird das genau umgeschrieben, dass du so Step-by-Step mit KI-Anleitung und sowas. Ich meine, Kara, das schreibt auch schon, mit ChatGPT kann man das ja jetzt schon teilweise machen, viel Code sich rausholen lassen, aber das Ding ist halt, ich brauche halt ein Tool, was das integriert hat alles. Ich will nicht mit mehreren KI-Tools mir das Wissen oder das Zeug zusammensammeln und dann in einem Programm wie Unreal oder was auch immer dann da reinschmeißen, sondern ich brauche ein Tool, was alles schon inbegriffen hat. Die Bild-KI, 3D-Modeling-KI, Code-KI, alles Mögliche, wo ich nur noch die Prompts reinschmeißen muss und dann mir aussuchen kann, was ich halt will. So, sowas brauche ich halt. Also so ein richtig Gesamtpaket quasi. Man muss auch sagen, das mit dem bei ChatGPT habe ich das mal getestet. Das sollte mir mal ein Unity-Skript erstellen, also wirklich für was Einfaches, aber nur weil ich es halt mal probieren wollte. Nur mal ganz kurz reingeworfen, wir müssen jetzt unsere Leute bereit machen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und also es war wirklich sehr rudimentär und man musste auch noch ein bisschen was anpassen, damit man es verwenden könnte. Also einfach das machen und reinwerfen, so. Das hätte da in dem Fall nicht funktioniert. Ja, deshalb sage ich ja so, in 15 Jahren oder so, dann sollte das hoffentlich dann solche Programme geben, die so weit entwickelt sind, damit man halt wirklich nur einen ganz einfachen Prompt da reinschmeißen kann und dass er dann schon was rausschmeißt, wo man schon am Anfang schon direkt sagt, boah, das ist krass. Das so, sowas Spaß halt. Ja. Deshalb sage ich ja so, vielleicht in 10 Jahren ist sowas, gibt es dann solche Programme für alle möglichen Bereiche. Ich versuche den Leuten noch zu schauen, ob die alle hier gegessen kommen haben. Sie alle, Digga. Okay, die müssen wir jetzt noch Essen geben, ne? Die müsste mehr als genug, aus. Die Truhen sind voll. Ja, ich schaue gerade, dass ich die noch ein bisschen ausstatte mit einigen Sachen. Aber an sich sind die ganz gut ausgestattet, was Essen angeht schon. Gib denen noch ein bisschen. Oh, der hat aber sehr viel rohes Fleisch. Der hat, glaube ich, gerade gejagt, der Typ. Ich würde Gothic bauen und mir dann eine DMCA-Unterlassung an die Backen leiern, um mir dann eine DMCA-Unterlassung an die Backen zu leiern lassen. Ja. Macht wenig Sinn. Ich meine, jetzt gibt's ja schon das Gothic Remake, deshalb. Ja, die guten alten YMCA-Unterlassungen. Ich greife natürlich auch genau dann an, wenn es Nacht wird. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich, Vorsicht, die sind jetzt gleich da. Ja, stellt euch mal am besten irgendwie hier auf, wo ich stehe. Wo sind denn so Dorfbewohner? Die gehen alle so ganz wild. Ach, da hinten sind die. Wir kommen. Siehst ja, wo ich stehe, ne? Stell dir am besten vor den Felsen hier unten. Weil die kommen aus diesem Waldstück da. Ach man, es ist wirklich so dunkel. Ich brauche gar nicht versuchen, mit dem Bogen hier runter zu schießen. Man wird auf YouTube auch bestimmt richtig viel sehen bei dir im Stream. Ja. Von der Skala von 1 bis 10, wie gut sieht man das gerade hier, Chat? Schreib mal rein. Boah, kannst du aufhören, einen schwarzen Bildschirm zu streamen. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Ein ganzes Wochenende. Also Scheiße. Komm. Talo sagt 8. Ikito 6, okay. Oh, ja, da unten. Feuer frei. Bogenschütze, Utwin. Schießt. Ich glaube, meine Pfeile kommen gar nicht so weit, kann das sein? Du musst ein bisschen höher zielen. Ah, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Gerne doch. Oh, die sind aber schon sehr gut, ey. Die halten schon was aus. Das glaube ich. Ich versuche mal unten an der Front zu. Das glaube ich dir gerne. Ich guck von da oben zu, wie ich abgeschlachtet werde. Das glaube ich dir gerne. Forza, das werde ich runtergeladen. Also ich treffe aber auch die ganze Zeit. Ich habe einen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Wir haben alle gerade ein Problem. Oh.
Also ich treffe die da halt auch also permanent. Zwei Leute kite ich gerade mal weg. Oh fuck, wir wurden alle. Oh mein Gott, wurden wir zermatscht einfach nur. Alle tot? Ja. Der Schwierigkeitsgrad ist aber auch wirklich weird skaliert, auch gerade mit dem Dörfer befreien. Wir sind schon so lange drin, haben schon so viel Ausrüstung, aber trotzdem. Oh! Ja, wir sind im Early Game Motor. Ah! Alter, was? Der hat mich mit einem Schuss fast one-hitted. Obwohl ich Full Food hatte, ey. Der hat ja auch irgendwie eine krasse Axt, der Typ. Alter. Das war ja komplett übertrieben. Ich muss mich kurz heilen. Nein, der Bogenschütze. Krass, Digga. Wie willst du denn das abwehren? Raus. Oh, ich weiß wie. Seht, guckt mal, wo ich stehe. Das könnt ihr ganz einfach abwehren jetzt hier. Ja gut, du. Du schießt das. Ich hab die an die Kante gelockt und dann ist der hier runtergerutscht, der Kollege. Alter, die Spawn campen jetzt hier mit ihren Bogenschützen. Ich komm da gerade nicht hoch, ey. Das ist zu gefährlich, wieder zu beleben. Erst in 20 Sekunden. Oh, ich geh in meine Hütte, Alter. Ja, wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ah, von hinten, Mann! Wie feige, ey! Wie da jetzt in dieses Piss-Shelter reingegangen sind mit ihren fetten Äxten, um den da rauszuholen. Nein. Alter, wie die mich instant lock. Oh Junge, mein Alter. Gott, ey. Dieses Game ist so gut einfach. Ach, wir haben uns Scheiße. Jetzt schon wirklich lange vorbereitet. Das ist das erste Dorf, das wir jetzt befreien. Und die flexen einfach so irgendwie. Ja, wie soll man denn an geile Ausrüstung kommen, wenn wir nicht an die Leute kommen, die es herstellen können, um... Ne, ihr versteht, was ich meine, ne? Vielleicht brauchen das wir einfach viel einfach mehr. Wir brauchen einfach 30 Leute oder so. Wir müssen die einfach mit Sklaven überrennen. So wie Stronghold Crusader Sklaventaktik. Wie viel sind denn jetzt hier noch? Wir sind weggegangen. Das sind meine Überreste. Bitte weg hier. Ich werde jetzt noch verfolgt von denen hier. Wo sind meine Überreste da unten? Aber haben wir das geschafft, oder? Ich denke nicht. Ah! Oh, hier ist ja noch einer! Ah! Oh Mann, ey, dieses Game, wirklich, das kotzt mich so an, das ist so ein... Oh, Mann, der Mikoga hat einfach Real-Life stirbt da jedes mehr, Mal. Kann nicht mehr, Mann, ey. Ah, hier ist er noch zwei! Ey, ist das nervig, wirklich. Mann. Nein! Das gibt's doch nicht. Oh so mein ein Gott, gutes ey. Das Spiel, Alter. 20, 30. Wir werden jetzt einfach gespawnt hier die ganze Zeit, ne? Ah, wieder Stein. Egal. Weißt du, wenn's einer wäre, 1 gegen 1, könnte man die besiegen. Ja, das sind 40. Das Problem ist, jeder von denen ist stärker als wir und wir sind ja schon stärker als unsere Dorfbewohner. Also die sind einfach viel zu krass einfach, diese Varianten für die ersten Stufen da. Es gibt halt irgendwie keine Zwischenstufe. Es gibt nur diese Billo-Banditen und dann gibt es diese überkrassen. Es gibt irgendwie kein Zwischending. Ja, das war gut. Nochmal. Jawohl. Ja, ich mach das jetzt so. Das funktioniert anscheinend. Ich geb denen einfach Headies von hier oben. Ich habe halt keine Nahrung, deswegen kann ich nicht kämpfen. Ich hole mir gerade auch meine Ausrüstung zurück. Digga, ich habe dem jetzt schon locker 3 Headshots gedrückt. Erstmal Bogenschießen verbessert, indem ich mir irgendwelche Ziele hier in den Kopf schieße, die sich nicht bewegen. Das ist so ein gutes Game. Oh! Guck mal, ich habe jetzt schon den zweiten, habe ich jetzt schon gekillt. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Pfeile mehr, leider. Aber von hier, von diesem Felsen, wo ich stehe, kommen die nicht ran. Die kommen nicht hoch. Da waren noch 60 in dem Beutel, den du gerade genommen hast. Nee, ich habe irgendwie jetzt keine mehr gehabt. Also, ich habe die jetzt hier hingestuckt, die drei, die können jetzt von hier nichts mehr machen. Die stehen da jetzt und wollen zu mir, aber die kommen nicht auf den Felsen hoch. Also wenn ihr euch jetzt Bögen holt, dann ist das jetzt die Gelegenheit, die einfach tot zu schießen. Aber das Problem ist halt, um Bögen zu holen, muss man halt hin zur Scheune. Guck mal, sehr gut, der ist schon tot. Ja, perfekt, mach weiter, einfach schön Headshots geben. Alter, die backen sich so, dass ich die nicht treffen kann jetzt, okay. Wir haben das Game gedribbelt. Wir haben das Game durchgespielt. Wir haben es durchgespielt jetzt, ja. Alter. Der Weg gegen den Felsen schlägt, der Idiot. Ich finde das nur fair, die haben uns auch gespawncampt, einfach nur. Ja, finde ich auch. Jetzt wird er einfach sowas von gesandwiched hier. Yay, wir haben das Dorf befreit, wow. Ich fühle mich mächtig. Das hat sich wirklich nicht sehr befriedigend angefühlt. Nee. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht auf ein Duell hier herausfordern.
Junge. Unser halbes Dorf ist einfach dead. Aber man braucht halt viel. Aber ich weiß halt nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon nicht die schlechtesten Sachen, ne? Gambit, die hatten alle Gambisons. Alle. Alle Gambisons, alle Soldatenhelmen. Alle dicke Lederhandschuhe und dicke Hose und so. Die haben einen auf dicke Hose gemacht. Okay. So. Was kann ich hier noch reinwerfen? Das hier. Ah, jetzt haben wir dann den befreit. Das heißt, wir könnten jetzt dann wirklich, sobald wir jetzt dann, wir können ja auch immer noch pennen gehen jetzt und dann können wir mal schauen, dass wir uns die Apprentice-Typen holen. Du glaubst, ja, fast für halt jeden Handwerk gab es schon Apprentice-Typen. Das heißt, wir können dann ja, mal wirklich. Ja, wir brauchen Apprentice-Holzfäller auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Wir brauchen mehr Wohnraum auf jeden Fall auch. Im Osten? Du kannst ja schon mal die. Nee, bei uns im Dorf. Ja, ist gut. Ihr könnt ja so, schon mal die Häuser vorbereiten und ich gehe dann am nächsten Tag mal rüber. Ja, ich habe schon angefangen, ein Haus. Ich baue das. Das steht, neben dem Feld steht das. Das Dorf wurde befreit. Herrn, deren Dorf wurde befreit. Wir können jetzt vom Rang Beschützer noch zum Rang Bellbride werden. Mhm. Was heißt denn Bellbride eigentlich? Keine Ahnung. Ist das Gegenteil von Bellbrong. Genau. Oh Mann, Leute. Das ist die Glockenrichtigkeit. Das ist einfach der Glockenrichtwert. Der Glockenrichtwert, oh Mann. Ich brauche ein Werkzeug dafür. Was fehlt denn hier bei dem Haus? Ja, ich glaube Seil und so nicht sehen, Zeug. Ich kann keinen Hammer hab. Warte, ich sag's dir. Ich habe auch keinen Hammer mehr. Perfekt. Okay, machen wir einen neuen Hammer erst. So, okay. Bellbride heißt Glockenbauer. Okay. Glockenbauer. Deshalb musst du ja diesen Leuchtturm bauen. Da ist ja bestimmt auch eine Glocke oben drin. Glockengießer. Ah, okay. Seltsamer Name für ein Spiel. Ja. Egal, einfach im Spiel alles haten. Was heißt denn hier haten? Ich habe gesagt, das ist nur ein seltsamer Name für ein Spiel. Das, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie so einen Simulator hier spielen würde, wo man halt Glocken gießen muss, dann wäre das, wär das ein passender Name, aber naja. Boah. Oh, da hat noch zwei Bücher dabei. Fortgeschrittenen Buch Schilde und Kochen, nice. Was ist das hier? Kochen. Heilende Salbe. Kochen. Ermöglicht es dir sofort eine gewisse Menge an Gesundheit wiederherzustellen. Besser als ein Verband. Nehme ich. Sehr schön. Ah ne, ich habe ja noch einen Bauhammer, der ist nur fast kaputt. Okay. Ich habe jetzt hier einen neuen gebaut. Ja, das war auch ganz gut so. Wir brauchen hier noch... Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben alles tatsächlich schon. Ich kann schon bauen. Echt? Ich glaube schon, ja. Im Lager konnte ich jetzt nichts mehr sehen. Also da steht bei mir zumindest nichts hier. Durch Stärke bekommt man Geschwindigkeitsreduzierungsminderung. Geschwindigkeitsreduzierungsminderung. Ich nehme mal an, dass du durch Rüstungen nicht mehr so stark beeinflusst wirst. Das ist nice. Du, Talo, bist du eigentlich bei uns am 21 Uhr Meeting mit dabei danach? Wie professionell Kurga das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Kurga da, wenn wir uns da eine Pizza noch bestellen, das noch als Geschäftsessen durchgehen lässt. Naja, natürlich würde ich machen. Das Problem ist, ich habe meine Kalorien nur für heute schon verbraucht. Ich kann heute nichts mehr. So wie Udwin hier, als ihr hier wart, hier bei diesem Laden, wo wir da diese gottlos schlechte Review noch geschrieben haben. Das war eine dreiste Lüge. Das war eine dreiste Lüge, Alter. Pass auf, Chat. Also, geht an beide Chats, an meinen und an Kurga. Ja, erzähl mal die Story, die war echt gut. Also eure und meine wollen wir wissen. So, pass auf, das war, als Udwin und Kurga hier zur Gamescom bei mir waren. So, ne? Da waren wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren wir auf der Gamescom und Samstag haben wir die Bogentour gemacht. So. Und abends, am Samstagabend, ich war Samstagabend, ne? Ja, es war Samstagabend, ja. Genau, da haben wir gesagt, dann machen wir die Bogentour und abends wollen wir noch was essen gehen, so, ne? Und dann haben wir halt geguckt so ein bisschen bei Maps, so was gibt es für so gute Restaurants im Umkreis. Und dann haben wir da halt eins gefunden und sind da hin und das war doch echt nett so. Die Location fand ich jetzt schon in Ordnung. Ja, aber was mich da schon am Anfang extrem gestört hat, war dieser beißende, rauchige Geruch, der dort überall in dem Gelände zu riechen war. Also das war so, als ob jemand gegrillt hat.
aber das Fleisch lag schon viel zu lange auf dem Grill. So hat das gerochen. Das war sehr unangenehm über Dauer. Und da war auch so ein blauer Nebelschwaden über dem ganzen Gelände. Über dem ganzen offenen Gelände war richtig, richtig viel Nebel da. Also das war sehr unangenehm, muss ich sagen. Aber die Location selber war gut. Die Location selber sah cool aus. War sehr nobel. Ich bin mit Utwin da mal zusammen auf Toilette gegangen und wir haben uns angeguckt, als wir da in diesen Palast rein sind, wo man dachte, das ist sau edel dort drin alles. Also das war schon cool. Mhm. Erzähl weiter. Naja, also auf jeden Fall kam dann ein Bediensteter herangetreten an den Tisch und hat unsere Getränke halt aufgenommen und die kamen dann auch eigentlich recht zügig. Und dann hat er halt unser Essen aufgenommen. So, und dann haben wir halt jeder bestellt, was wir zu essen haben wollten. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir unser Essen bestellt haben, nahm am Nachbartisch ein Pärchen Platz, ein etwas älteres Pärchen. Dieses Pärchen, boah, da muss man auch noch dazu erzählen, das war ein älterer Herr, der war so in seinen 60er, würde ich sagen, ne? Braun gebrannter Typ, also der sah auch so aus, als ob er in der Gegend da schon recht wohlhabend war, also so habe ich den jetzt wahrgenommen. Und er war mit einer... Naja, vielleicht ein bisschen jüngeren, so mit 40er, Latina-Frau da. Die mit Sonnenbrille, auch sehr braun gebrannt, wohl gekleidet. Und die saßen da zusammen an diesem Nachbartisch. Und die haben, no joke, die waren da vielleicht halbe, dreiviertel Stunde waren die da, vom Moment, wo die sich hingesetzt haben, bis zu dem Moment, wo die gegangen sind. Und ich habe die beobachtet. Eine ganze Weile habe ich die beobachtet. Und die haben legit vom ersten bis zum letzten Moment nicht ein einziges Wort miteinander gewechselt. Nicht einmal. Die haben sich da hingesetzt, haben auf ihre Handys geguckt, haben gegessen, sind gegangen. Der Mann hat die jedes Mal angeguckt, aber die hing nur am Handy, wirklich legit die ganze Zeit nur am Handy. Und da dachte ich mir auch so, ey, hoffentlich, wenn ich jemanden finde, hoffentlich endet das nicht so. Im Alter dann später. Das war richtig traurig anzusehen. Der Alte tat mir richtig leid irgendwie. Das, naja. Entschuldigung, erzähl weiter. Naja, also auf jeden Fall, als wir so ungefähr unser Essen, also wir hatten ja schon unsere Getränke bekommen, haben unser Essen aufgegeben und zu dem Zeitpunkt kamen die und haben neben unserem Tisch Platz genommen, draußen war alles, ja. Ne? So. Und dann dann ist ja halt wieder gegangen, der Typ, und dann wurde bei denen am Nachbartisch auch Getränke aufgenommen und die haben Getränke gekriegt und dann wurde bei denen das Essen aufgenommen und dann haben die halt ihr Essen bekommen. Mhm. So, vor uns halt, ne? Dann dachten wir schon so, also weil das ist ja nicht mehr, der hat das ja nicht auf Papier geschrieben, sondern die haben das halt so am Smartphone aufgenommen, also geht man ja davon aus. Irgend so ein Gerät hatten die, ja, irgendwie so ein... Genau. Ja. Also die haben es auf jeden Fall digital aufgenommen, ja. Und dann, das geht ja dann an die Küche. So, ne? Das heißt, die nehmen ja keinen Bon, keinen Zettel und bringen den da rein, sondern das geht dann direkt in die Küche und wird dann halt chronologisch abgearbeitet, vermutlich. So, da wurden wir schon so ein bisschen stutzig. Aber no joke! Als die aufgegessen hatten, hatten wir unser Essen immer noch nicht. Ja, so, ne? Und dann habe ich schon so, dann wuselte da halt so ein anderer Kellner rum und dann habe ich da so rübergerufen, ey, Entschuldigung, können Sie mal kommen? Und dann kam der aber nicht, und hat gesagt, so, ja, ich schicke Ihnen einen Kollegen gleich rüber. Der hatte schon so eine Krawatte, ne? So, ja, weil wenn ich sage, der hat herzukommen, dann hat der herzukommen, wenn ich da Gast bin, Digga, so, ne? Egal. Dann kam halt auch ein Kellner, aber nicht der Kellner, der unsere Getränke gebracht hat und unsere Bestellung aufgenommen hat, sondern ein anderer. Und ich weiß nicht, ob es Utwin war, einem von euch ist es aufgefallen, als wir den nach dem Essen gefragt haben und der in dieses Gerät geguckt hat. Ja, mir ist es aufgefallen. Da meinte Utwin, man konnte an seinen Augen sehen, dass diese Bestellung niemals den Weg in die Küche gefunden hat. Ja, das wurde niemals wahrscheinlich abgeschickt. Zumindest hat er so nach dieser Bestellung geschaut und man hat so richtig diesen Oh-Shit-Ausdruck in seinem Gesicht gesehen, als er auf seinen Teil geschaut hat. Es war wirklich so genau den Ausdruck, den man machen würde, wenn man realisiert, oh fuck, ich hab's komplett versaut. Das war wirklich der Augenblick, wo der wahrscheinlich realisiert hat, dass er die Bestellung nach einer Stunde, die wir da gewartet haben, einfach gar nicht in die Küche gegeben hat. Es war wirklich eine Stunde. Es war wirklich eine Stunde vergangen, ja. Wir waren da so 18 Uhr da oder kurz vor 18 Uhr und da war es schon irgendwie 19 Uhr und wir haben immer noch nicht gegessen, das stimmt. Auf jeden Fall, das werde ich auch nicht vergessen, der Typ hat halt gesagt, ja, das Essen steht schon an der Auslage von der Küche halt. Das war so. Ja, ne? Weißt du, ja. Und das war so der Punkt, wo er mich komplett als Gast verloren hat, weil ey, es kann passieren, ne, da war wirklich viel los und man kann halt in dem Gewusel vergessen, mal auf Bestellung abschicken zu drücken, mein Gott, kann passieren, ne? Aber dann mich so dreist und frech anzulügen, das Essen steht schon an der Ausgabe. Ja, bei dieser Resti, wir haben dann halt noch 20 bis 30 weitere Minuten gewartet, also etwa so lange, wie das
etwa auch dauern würde, wenn es frisch in die Küche weitergegeben und frisch zubereitet wird. Genau. Und ja, wäre es in der Ausgangsgabe gelegen, dann zum einen hätten wir es viel schneller gebracht bekommen und zum anderen, selbst wenn es da so lange gelegen wäre, wäre es schon kalt gewesen und wir haben es warm serviert bekommen. Also es wurde wirklich frisch gemacht zu dem Zeitpunkt, wo es nochmal neu aufgenommen hat. Naja. Genau. Und daraufhin habe ich mich dann halt dazu hinreißen lassen, eine sehr umfangreiche Review zu schreiben. Da. Genau, eine entsprechende Review zu schreiben, entsprechend meines Gemütszustands. Ich kann sie ja mal kurz vorlesen. Ja, lies sie mal bitte vor. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz hier... Wie finde ich alle meine Reviews? Wie hieß der Laden nochmal? Es war irgendwas mit... 12 Apostel. 12 Apostel, ja. Irgendwie sowas, ja. Aber während Tim suchte, Koga, als du gesagt hast, dass du jetzt dieses Pärchen da beobachtet hast, sowas hatte ich auch schon mal mit einem Pärchen, das ich gesehen hatte, die auch wirklich so in ein Restaurant rein sind, sich dann so neben uns gesetzt hatten quasi, also wirklich so quasi gegenüber waren. Und ich habe halt wirklich gemerkt, die gesamte Stunde haben die nicht ein einziges Wort miteinander gewechselt, nur auf ihr Handy geschaut und nur rumgeschrieben. Und das habe ich auch mal in einem meiner Videos gesagt. Die meisten haben mir auch zugestimmt, wo ich gesagt habe, dass es eigentlich so ein Punkt ist in der Beziehung, den man nicht haben sollte. Und das eigentlich schon traurig ist, wenn man so weit ist, dass man eben nur noch auf sein Handy guckt. Aber ein Kommentar fand ich richtig, richtig super, wo geschrieben hat, noch trauriger finde ich es, dass du anscheinend nichts anderes zu tun hast, als Leute im Restaurant zu beobachten. Wo ich mir einfach dachte, Alter, das ist jetzt nicht so, als hätte ich mich wie so ein Stalker hinter die Gardinen gestellt und die ganze Zeit so bespeit oder sowas. Das sind einfach Sachen, die fallen einem auf, während man eben auf sein Essen wartet oder sonst irgendwas. Und du kriegst sowas ja auch aus dem Augenwinkel mit. Du kriegst einfach mit, wenn neben dir kein einziges Wort gesprochen wird und wenn du dann eben einfach so siehst, dass die immer am Handy rumspielen, das ist ja nichts, dass du die jetzt aktiv hier behelligen oder hier beschatten musst oder sowas, sondern Privatdetektive einstellst. Das sind Sachen, die kriegst du einfach nebenbei mit. Ja, man beobachtet ja, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, beobachtet man ja auch sein Umfeld und so, ne? Also es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, also, aber schon witzig, dass so jemand sowas schreibt. Das Ding war noch, was ich noch ergänzend erzählen wollte, als die das Essen uns gebracht haben, war das auch ein anderer Kellner, der uns, als der die Bestellung aufgenommen hatte, der hat das quasi abgegeben an jemand anderen. Und die haben dann zu zweit uns das Essen gebracht. Da war eine Kellnerin und dieser Kellner und die waren auf einmal arschfreundlich zu uns, weil die genau wussten, dass die da richtig Scheiße gebaut haben, wirklich. Und dann haben wir das Essen gegessen. Das Essen fand ich persönlich auch sehr gut. Also mir hat das auch geschmeckt tatsächlich. Ich hatte so Hähnchengeschnetzeltes in so einer Cremesoße mit Reis und so. Das war sehr lecker. Ich weiß nicht, Tim, du hattest, glaube ich, eine Pizza? Nee, Wiener Schnitzel. Ah, du hast das Wiener Schnitzel, genau. Und Utwin, was hattest du nochmal? Die Fleischplatte war das. Ja, stimmt. Die gemischte Grillplatte hatte ich. Genau. Ne? Und das war auch alles sehr lecker. Aber dann wollten wir quasi bezahlen und dann... zu dem Zeitpunkt, Tim, hast du aber die Review schon verfasst, ne? Oder war es kurz davor, die abzusenden irgendwie? Oder irgendwie so. Und er hat uns dann nochmal angelogen. Das war ich wirklich so dreist, wie er uns schlechter versuchen wollte zu erklären, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Er wusste aber genau, was schiefgelaufen ist. Also ich habe die Review übrigens gefunden. Ja, lies mal vor, das war wirklich herrlich. Vor 2 Wochen. Wir kamen heute um 19 Uhr und haben Tisch 25 am Rand bekommen. Ach, 19 Uhr sind wir sogar erst da gewesen. Ja, ja. Getränke und Essen wurden sehr schnell aufgenommen und die ersten Getränke kamen auch zügig. Etwa 19.15 Uhr nahm am Nachbartisch ein Paar Platz und bestellte ebenfalls und bekam kurze Zeit später das Essen. Bis 19.45 Uhr kam kein weiterer Service und auch kein Essen, woraufhin wir aktiv um Service gebeten haben. Dieser kam dann auch und brachte uns die zweite Runde Getränke. Außerdem sagte er, dass das Essen für unseren Tisch schon fertig an der Küchenausgabe stehen würde. Dies war offensichtlich eine dreiste Lüge, denn es kam kein Essen. Außerdem wirkte der Kellner ertappt, als er in seinem Smartphone den Status unserer Bestellung gecheckt hat. Fehler passieren, aber dann sollte man ehrlich sein und nicht dreckig lügen. Digga. Scheiße. Das Paar... Shit. Das Paar am Nachbartisch war lange fertig mit dem Essen. Es wurde langsam dunkel und wir waren kurz vorm Gehen, als das Essen endlich kam. Das stimmt überhaupt nicht, wir waren gar nicht kurz vorm Gehen, Schicker. Das Essen an sich war in Ordnung, eine gute Portion und hat geschmeckt. Die stille Cola Light, komplett ohne Kohlensäure. Ah, stimmt, das hat man ja auch noch.
Ja. Genau, ich weiß nicht, woher die die synthetisiert hat, aber da in dieser Cola Light war nicht ein einziges Brissel an Kohlensäure. Nichts. Oder du hattest doch auch eine Kurga, oder? Nee, ich bin mir... Doch, ich hatte das zweite Getränk, was ich hatte, war ja, auch genau. Eine Cola Light. Ja, stimmt. Die war schon sehr fade, muss man sagen. Das stimmt. Warum nicht einfach aus der Flasche eingießen? Alles in allem hat der Besuch seinen eigentlichen Zweck, satt zu werden, erfüllt. Mehr aber auch nicht. 2 von 5 Sterne. Junge. Hat da eigentlich der Inhaber mal drauf geantwortet? Nee, aber ich hab noch weiter geguckt, weitere Reviews durchgelesen, die halt auch schlecht waren. Der hat nie auf irgendwas geantwortet. Ja. Krasse Scheiße. Fist aber auf 280 beim Verfassen der Rezension. Nee, er hat ja tatsächlich die Sachen verfasst, noch während wir am Tisch saßen. Und da war er eigentlich ziemlich ruhig, muss ich sagen, beim Verfassen der Nachricht. Also. Wir haben einige Apprentice. Ich bin gerade hier auch ein Handeln und ich sehe keinen Apprentice Holzfäller bis jetzt. Aber ich habe einige Apprentice Weber und auch einen Zimmermann und einen Schmied. Was hatte ich noch gesehen? Ah, das war auch noch interessant. Ja, einen Bauer habe ich auch noch gefunden. Apprentice. Ich habe das Gefühl, dass es einen Holzfäller nur in Petstone gab. Aber gut, ihr könnt weiterzählen. Ja, das war unser Besuch bei den 12 Aposteln. Ah. Warte mal, wo ich gerade dabei bin, ich guck mal, ob ich auch die Review für den Edeka in Hannover finde. Das war auch so eine Legenden-Review hier, Rezension. Legenden-Review? Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bei Google My Business irgendwelche Google-Rezensionen geschrieben. Doch einmal habe ich das gemacht, aber in einem positiven Sinne. Also da war ich sehr erfreut über den Service. Ich habe auch viele positive geschrieben. Aber ich habe sie gefunden. Edeka Hannover, Gerthe-Jürgens-Straße 2. Es ist genau da um die Ecke, wo ich früher in Hannover gewohnt habe. Ich wohne jetzt seit etwas über einem Jahr bei Edeka um die Ecke und bin daher regelmäßig dort. Positiv hervorzuheben ist das meiner Meinung nach recht umfangreiche Sortiment und die Mitarbeiter an der Fleisch-Käse-Fischtheke. Man muss dazu sagen, es war halt während Corona-Zeiten, ja, wo du halt Maskenpflicht hattest und alles und so, ne? Genau. Genau, das war das Positive, das war es aber leider auch schon. Das Personal ist teilweise sehr unfreundlich. Regelmäßig erlebe ich eine rabiate, etwas ältere Kassiererin, wie sie sich mit Kunden anlegt und durch den Laden schreit. Außerdem ist wirklich so. Ja, ich glaub's dir doch. Außerdem gibt eben jene Frau den Kunden immer Befehle, wie legen Sie die Produkte so und so aufs Band oder Ihr Einkaufswagen hat so und so an der Kasse zu stehen. Das ist asozial und geht einfach gar nicht. Also es geht wirklich nicht. Das ist wirklich Frechheit. Fragt man an den oft sehr überfüllten Kassen einen Mitarbeiter, ob es eventuell möglich wäre, eine weitere Kasse zu öffnen, bekommt man, jetzt hören Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie hart wir arbeiten zu hören? Unprofessionell. Unprofessionell. Ist es doch, Digga. Scheiße, ja. So. Stellenweise trägt das Personal gar keine Maske mehr im Laden, während gerade per Lautsprecherdurchsage dazu aufgefordert wird, sich an die Abstände zu halten und Masken zu tragen. Das ist mehr als fragwürdig und lässt an der Intelligenz der dort arbeitenden Menschen zweifeln. Ich gehe nur wegen der Nähe dorthin, mehr aber auch nicht. Oh Mann. Digga. Wie viele Sterne hast du gegeben? 2 von 5. Ja. Holy shit. Wilde Rezension. Tja. Oh, nee. Wuff. Ah, ist das Haus hier fertig? Nee, ich bin noch dabei. Expert Weber, ich glaube. Ah, jetzt fertig. Ah, jetzt ist das Haus fertig. Ah, perfekt, ich bin eingebuggt. Wunderbar. Ah, jetzt bin ich frei. Okay. Jetzt haben wir Platz für neue Leute. Jetzt können wir 4 Stück holen. Ja, macht ihr mal, ich gehe mal kurz auf Toilette. Okay. Wir hätten hier einen Expert Bauern, aber der ist auch ein Scharfschütze. Das ist ganz nice, aber. Er ist auch ein Schwächling, hat eine 5% Gegenstandsdrop-Chance. Hm. 5% Schwächling. Ach komm, ich hole den jetzt trotzdem. Hat weniger Produktivität, aber mehr Kampfeigenschaften. Das heißt, er kann ein sehr guter Bogenschütze dann für den Kampf sein. Okay.
Ja, warte mal. Achso, Apprentice Holzfäller. Holzfäller habe ich noch keinen gefunden. Ich sehe nur Bauern, Weber, Zimmermann. Dann können wir halt auch bessere. Wir können ja auch den besseren Bogen, den Albenkurzbogen machen. Aber dafür brauchen wir halt den Apprentice Holzfäller. Ich hab mal den Typen geholt, den Dumpty. Der kann Arbeiter bitte sein. Hm. Können wir mal forschen. Oder? Doch, Leder müssen wir halt nicht machen, oder? Ah ne, dafür brauchen wir den Gerber erst. Oh. Robuster Kriegshammer. Haben wir denn auch eine Zweihandwaffe mal? Hier, Vorschlaghammer, 60 Stumpf, Digga. Oh, da brauche ich Bellwood. Geil, den machen wir mal. Den können wir auch problemlos erforschen. Haben wir 5 Bronze machen? Tyon Dumpfey. Das ist der neue Bauer. Ach. Forschung und Herstellung ist die sehr gut. Ja, komm. Haben wir noch einen Apprentice da? Aber leider kein Holzfäller gefunden. Die ist da dann viel Fraß, aber wir haben eh keine Nahrung. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier jemand auch einsammelt. Aber ich glaube, für Apprentice Holzfäller müssen wir wirklich das nächste Dorf befreien. Ich glaube, ich habe die nur in Petstow gesehen. Außer das resettet sich hier nochmal das Angebot, wenn ich genug Leute rekrutiere. Vielleicht tue ich auch mal einen normalen Random-Dude noch. Wir haben jetzt eh Plätze wieder frei, ne? Wir hatten, glaube ich, 3 durch das neue Haus bekommen nochmal. Also ja, ja. Einer davon ist jetzt, ja genau. Jetzt haben wir noch 2 Plätze frei. Dann können wir die trotzdem irgendwie besetzen. Schauen wir mal. Ich habe noch irgendwie einen Gefährten. Ich glaube, wieder da. Aber irgendwie kann ich die nicht entlassen. Wo ist die Mulle? Oh. Oh, dann muss ich aber auch der Bellwert sein. Verdammt. Hä, was? Die eine Hose an? Achso. Ja, also wir kriegen wohl nicht unseren Apprentice Holzfäller, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nein. Ja, das ist ja wunderbar. Alter, ist das scheiße. Ich suche hier halt heute, aber... Alter, seid ihr billig. Oh, Haut. Bist du gerade im Freundenhaus, oder? Ja. Ich gehe da gerade den Katalog durch. Ist das okay. Ohrhaut oder was? Ja, die billigen sind dir doch mal die liebsten, oder? Ich glaube, deswegen haben die das nicht eingesammelt. Ach, guck mal, hier haben wir ja sogar schon Gerber. Herstellen. Ah, guck mal. 12. 2 Rohhaut und 6 von den. 6 von den braunen Fellen. Die hat ganz gute Nahkampfwerte. Die nehmen wir auch mal mit. Apprentice Schmied, den könnten wir vielleicht noch nehmen. Oh. Inga Hammett. Shit, ich habe 20 zu wenig Ansehen. Das gibt's doch nicht, dass es an dem bisschen. Okay, ich muss irgendeinen Banditen verdreschen. Guckt sich um. Hör aufs Maul. Sind da keine Banditen mehr in der Nähe? Was hat denn der eigentlich. Oh, der hat Schwächling. Oh, der kann auch. Oh mein Gott, das ist auch kacke. 7. Geht ja bald wieder der Winter los hier, ne? Soll ich noch ein weiteres Haus bauen? Ja, klar. Kannst du machen. Das. Dann haben wir erstmal Luft. Oh, ruhig, wenn du Spaß hast dran. Ich weiß sonst nicht, was ich gerade machen soll. Kurzsichtig und Pessimist, geh nach Hause, ey. Supermarkt-Kassierinnen sehen teilweise besser aus als die aktuellen Germany's Next Topmodel-Dinger. Kommt drauf an, bei welchen Supermärkten du bist. Also, tatsächlich, bei manchen Supermärkten muss ich wirklich sagen, yo, das stimmt. Beim anderen Supermärkten muss ich sagen, ich glaube, da wurden die Restbestände aufgefüllt. Alter. Um es mal in Supermarkt-Terms zu sagen. Die dürfen nur hinten arbeiten. Im Lager. Da, wo die Pappe klein treten müssen. Stell mal vor, du kriegst das wirklich so gesagt, nee, sie sind zu hässlich für die Kasse, bitte arbeiten sie im Lager, bleiben sie ganz weit weg von den Kunden. Ganz ehrlich, das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir so gewünscht, wenn man das hätte zu mir gesagt. Ich hab immer riesen Spaß, als ich damals bei DM Drogeriemarkt noch gearbeitet hatte, ich hatte immer so viel riesen Spaß dran, die Pappenpresse zu bedienen.
Weil von den Mädels wollte das halt keine machen, was natürlich klar, es war eine sauschwere Arbeit, da die Pappendinger da rauszuholen und die mit diesem Gurt da festzumachen quasi, damit die abgeholt werden können und so. Das war eine scheiß aufwendige Arbeit, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und die Mädels wollten das nie machen, also habe ich das immer machen können. Aber das hätte ich den ganzen Tag getan. Wirklich den ganzen Tag da einfach Pappen zerpressen mit dieser Maschine und dann halt zu solchen Würfeln zusammenknoten. Das hat mir immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hätte ich gerne den ganzen Tag gemacht, 8 Stunden. Okay. Das war eine geile Aufgabe, muss ich sagen. Ich glaube, es gab nicht genug Pappe, um das den ganzen Tag zu machen. Ne? Nee, leider nicht. Das war das Problem. Es gab leider nie genug Pappe, um das zu machen den ganzen Tag. Oh, man kennt's. Erstmal Pappenpressen. Professioneller Pappenpresser. Für die Kundschaft, genau. So, wir brauchen jetzt den Gerber. Oh, so langsam haben wir auch keine Banditencamps mehr, die man. Ach, das da unten könnte ich reden. Gerbergestell. Na gut, das braucht Kupfernägel, die müsste ich herstellen. Aber mein heutiger Job ist auch noch ganz gut. So. 2 weitere Baumstämme. Heute komme ich eh nicht mehr dazu, irgendwas zu bekämpfen oder sonst irgendwas. Ich drehe nochmal eine letzte Runde durch und schaue, ob ich nicht irgendjemanden übersehen habe. Mach mal Kupfernägel. Ach du Scheiße, bist du dumm. Oder? Das waren doch Kupfernägel, oder? Obwohl, das fällt aber auch früher. Ganz gute Stats, aber Pessimist, Feigling, grimmig. Ach, ich meine, das war Kupfernägel. Die ganzen Trades sind kacke. Du wirst wahrscheinlich nicht einfach so irgendwelche Dorfbewohner finden, die nur positive Trades haben. Ich glaube, da werden alle auch nur mal ein paar negative. Hier und da. Ich meine, ich versuche auch nach welchen zu gucken, wenn negative da sind, dass die okay sind. Aber es sind oftmals wirklich schon sehr schlechte dabei. Ich versuche schon so ein bisschen zu cherrypicken hier. Cherry, cherry lady, looking for some Utwin. Erotisch ist kacke. Das erhöht die Chance, dass sie sterben, wenn sie mal am Boden sind. Was? Erotisch? Ja, genau, erotisch. Das erhöht die Chance, dass sie Dinge tun, die sie nicht sollten, wenn sie mal flach auf dem Boden liegen. Ah. Ja, die können doch anheuern, oder nicht? Hat nichts. Seil, Kupfernägel, Holz. Ja, aber mir in dem Helika, wo ich jetzt arbeite, da arbeitet auch eine recht nette Kassiererin. Ihr habt die doch sogar kennengelernt. Ja, die haben wir gesehen. Ja, und ich kann absolut verstehen, dass du die als nett bezeichnest. Also die, das war schon... Ja, die war hübsch anzusehen. Ich genau weiß, was Kurga im Kopf hat, wenn er von netten Charakter spricht. Hä, was meinst du? Ja, ist okay. Es gab auch mal eine, also ich glaube, also mittlerweile sehe ich die gar nicht mehr, ich glaube, die arbeitet da nicht mehr. Aber da ist auch so ein Bäcker, wisst ihr doch, vorne in dem Edeka drin. Ja. Genau, und da hat mal einer gearbeitet. Der am Samstag so gottlos überfüllt war, wo die Leute bis draußen standen, ja. Ey, das war krass. Ja, da war die Schlange genau. Fast größer als bei der Gamescom, bei diesem Bäcker, ja. Das ist ja übel. Ja gut, jetzt wollen wir es mal nicht. Da musst du mit dem Presseausweis rein. Mit so einem Fastlane-Pass musst du da hin, Digga. Fastlane-Pass beim Bäcker, Alter. Wirst du durch einen Ausgang hinten in die Küche geführt, da kannst du das aus der Küche raussuchen schon. Geil. Anyway, auf jeden Fall. War halt vor mir so ein Typ halt, der hat ein Landbrot oder irgendwie sowas bestellt. So, und dann nimmt er das Brot und tut das in die Brotschneidemaschine. Und die ist halt auf der anderen Seite, also das ist halt die Theke, dann ist halt so der Laufgang und dann kommen ja die Waren und die Brotschneidemaschine. Das heißt also, dass die halt im Rücken zu uns stand. Ey, und ich bin einfach ehrlich, ich hab mal ihr Heck ausgecheckt, ne? So ein bisschen ausgiebiger. So, das Problem war nur, oben über dem Backwaren war halt ein gewinkelter Spiegel. Mhm. Und die hat, über diesen Spiegel konnte die das halt voll sehen. Oh. Und ich hatte das nicht gecheckt. Und ich stehe da so und check die halt so aus. Und die guckt mich dabei die ganze Zeit an. Digga, die hat mich nie wieder bedient. Die hat das so gemacht immer, so mit Absicht, wenn halt vor mir einer dran war und es zeichnete sich halt ab, dass sie mich danach bedienen müsste, hat die mal extra langsam gemacht, damit eine andere Kollegin dann fertig wurde mit einem Kunden und mich dann bedient hat, Digga. Das war mir so unangenehm. Ja, das finde ich unangenehm. Aber die Frage ist, wie siehst du denn aus, wenn du jemanden abcheckst? Also das frage ich mich jetzt gerade. Naja, also die sieht ja, dass ich sie von hinten angucke und ein bisschen nach unten auf ihren Arsch gucke halt.
So. Aber du hast jetzt nicht die, aber du hast jetzt nicht die Zunge rausgeholt und hast so ach, gemacht gebellt, oder sowas. So. Nee, das habe ich nicht gemacht, aber das hab ich trotzdem gesehen, Digga. Aber trotzdem arbeiten da wirklich korrekte Leute bei dem Edeka. Auch bei diesem, da ist auch so ein kleiner Blumenladen da drin, habt ihr vielleicht gesehen, wenn man reinkommt rechts. Da arbeiten halt sehr coole Leute. Und der Fatong, den Fatong habt ihr ja kennengelernt auch. Der Fatong war nett, ja, das war ein cooler Typ. Genau. Woher kennst du den Vater eigentlich? Hast du einfach dich so mit ihm unterhalten immer oder kennst ja, von du ihn daher? Ah, aber von da. Ja, immer wenn ich raus aus Noeka rauskomme und der halt da ist, habe ich immer so einen kleinen Schnack mit dem. Also Vater, müsst ihr wissen, der hat so einen ganz kleinen Verkaufsanhänger, also wirklich würfelförmig winzig. Da passen zwei Leute höchstens rein und das auch nur gerade so. Ja, genau. Und da verkauft er halt dann immer so Quarkbällchen und Vanillestangen und Berliner und sowas. Genau, solche Sachen verkauft er da halt immer. Ja, als wir am Samstagmorgen bei dem waren und wir haben diese Vanillestange geholt mit dieser Vanillesoße drin. Junge, das war so lecker. Die war echt gut, ja. Das war so fucking lecker gewesen. Hätte ich direkt noch eine reingezogen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass so ein Ding schon 1000 Kalorien hat. Hat es 1000 Kalorien? Naja, also mindestens. So sah es aus und so hat es geschmeckt, dass es 1000 Kalorien hat. Genau, ja, und dann schnackt man halt mehr mit dem. Also, so kommt das dann halt. Und dann lernt man halt kennen. Okay, wollen wir Feierabend machen? Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt soweit durch. Können wir machen. Dann würde ich auch mal sagen, bedanke ich mich hier fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich dann. Bis dahin, bye bye.